unserem hochgeschätzten Disco-Peter Adrian zum ersten Mal in unsere Stadt kam und bei der Probenarbeit und der Erstaufführung dann seinem Stück Liebe, Lust und Leid beizuwohnen. Wer hätte damals geahnt, dass es gerade ein Kind unserer geliebten Stadt, die Tochter unseres geschätzten Mitbürgers Dr. Bayerle sein wird, wie das Herz und den Sinn eines Künstlers flammt. Bitte mir aber nichts nicht umzunehmen, die Wahl des Gutes. Ja, ohne Brautpaar hat doch das Hochzeitsfoto gar keinen Sinn. Wo ist denn das geschätzte Brautpaar? Marianne? Dandl! Der Herr Gemäufung, gnädigen Fräulein, ruft. Bin gleich oben, Peter! Ach, da bist du! Mein Gott, bist du dumm! Das gnädige Fräulein ist doch seit 2,5 Stunden Frau Bayerle. Ah, Adenauer. Ich war das Kofferl, ja. Und dann scheint die Röhren, dass die Vanillekipferl nicht anbrennen. Ist doch eine Überraschung für den Peter. Seine Leibspeise, die ich immer auf die Reise mitnehme. Aber Jandl, wo bleibst du denn? Der Fotograf ist schon ganz nervös. Was treibst du denn da so wichtig? Du, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir richten gerade alles zusammen für die Reise. Na, okay, wir haben doch den Speisefahrer, gell? Was ist denn da drunter? Hier ist das Vanillekipferl. Na schau, das soll so eine Überraschung sein für die Fahrt. Wie süß, Jandl. Herrlich sind die. Kannst du denn überhaupt noch was essen? Wir haben erst ein Riesenmenü hinter uns. Ich kann auch nicht mehr. Ach, da seid ihr. Kommt doch herauf. Oben steht alles in einer malerischen Gruppe und wartet auf euch. Aber ich bin ja eh schon fertig. So, kostet mal. Himmlisch in die Kipferl. Wunderbar. Ich habe wirklich sehr gut gemacht. Schlägt nicht immer den Kochlöffel ab. Wie oft soll ich das noch sagen? Kinder, ich hab's nicht mehr viel Zeit. Der Zug geht ja schon bald. Aber wir sind ja eh schon fertig. Gepackt ist alles, umgezogen sind wir auch. Also hält's uns doch nicht. Um Gottes Willen. Wirklich schon die höchste Zeit. Ja? Also, Kinder, lebt's wohl alle? Wein nicht, Resi. Kannst heile gleich mieten. Freu dich doch mit mir. Na eben, ist doch kein so großes Unglück, wenn man mich heiratet. Mein Gott, wäre ich gern dabei, wenn der gnädige Herr das gnädige Fräulein über die Türschwelle tragt. Süß. Kennst du nicht diese alte Sitte? Hm? Was soll denn mit den gedupften Kleidchen? Ja, richtig. Das schickst man nach. Die Adresse hast du ja. Wirst mir gleich telegrafieren aus Wien, ja? Natürlich, Pap. Sofort telegrafiere ich. Ja, aber... Was ich noch sagen wollen, ja, Ihnen oder vielmehr dir, Zittum, wollte ich noch alles Gute und pass mir gut auf die Jandl. Machen Sie ihn. Mach dir keine Sorgen, Vater Bayerle. Und auch von Herzen alles Gute. Ja, jetzt müssen wir aber gehen. Ja, also los. Gern werde ich mit an die Bahn fahren. Du kannst doch die Gäste nicht allein lassen. Also, lebt's wohl und seid brav. Macht's mir keine Schande und dass wir ja nur nichts vergessen. Na, also, weißt du, ich könnte mir die Nasen abbeißen, dass ich die Backerln ablegen lassen. Aber geht das doch kein Malheur? Was ist denn der Speisewagen da? Also, Kartoffelsuppe, Fischsalat. Verzeihung, dann ist hier ein Platz frei. Ja, bitte, bitte. Wann kommen wir in Wien an? Na, morgen früh gegen 9. Verzeihung, ist der Platz frei oder der? Beide. Brauchen wir einen. Zu trinken, bitte. Ja, also zweimal Menü und eine kleine fürs Lauer, zwei Gläser. Bitte schön. Ja, bitte für mich auch. Ein Menü und ein Glas. Bitte. Auf welchem Bahnhof kommen wir an? Auf dem Westbahnhof. Auf dem Westbahnhof? Ja, das habe ich ja gesagt. Ja, das haben Sie gesagt, aber hat Sie niemand gefragt? Okay. Danke. Erwartet uns jemand auf dem Bahnhof? Uns? Wieso denn? Na, ich meine nur so, ich habe gedacht, deine Freunde vielleicht? Wieso, meine Freunde? Nun, hörst du nur deine drei Freunde, von denen du mir so viel erzählt hast. Der Karli und der Baldi und der wie heißt der dritte? Na, Stani. Aber weißt du, dass die dir zur Hochzeit nicht telegrafiert haben, wo du doch so gut mit ihnen bist? Na, also so gut. Na, hörst du, du hast mir doch erzählt, dass ihr unzertrennlich seid. Das... Hm? Ach du, gib mir das Salz, bitte, ja? Danke. So, also ihr seid gar nicht so gut miteinander? Oh ja, aber... Aber? Ich dürfte dich auch um das Salz bitten. Bitte sehr. Dankeschön. Ja, schmeckt's dir, Jandl? Und der Baldi, das ist der Schauspieler. Baldwin Ritter, von dem musst du doch schon gehört haben. Mhm. Ja, ja. Und der Stani, was macht der? Der Stani, der malt Bildhauer mit Klavier zum Vergnügen. Zu seinem. Und der Dritte? Dürfte ich dir um den Zahnstocher bitten? Bitte sehr.
schon nach der Suppe. Ja, in der Suppe ist ja irgendein Flachsen oder sowas. So. Ja. Und der Dritte? Der Dritte? Ah, der Dritte! Ja, sag mal, was interessiert dich das eigentlich so? Na so halt. Naja, der Dritte ist der Karli, der Fabrikant. Strohhüte macht er, aber sein sehnlichster Wunsch war immer, Schauspieler zu werden. Aber? Hat sicher gar kein Talent und dann hat so einen Mund, weißt du, so wie ein Bulli. Hm. Und alle drei sind ledig? Aha, leidenschaftliche Junggesellen. Na und was sagen Sie dazu, dass du gegen ihre Überzeugung geheiratet hast? Gar nichts. Ich wollte gar nichts davon wissen. Und du hast sie ihnen verheimlicht? Na, geheimlicht. Keine Gelegenheit gehabt, sie ihnen zu sagen. Ach so? Also schau, Jan, mach dir doch keine Sorgen darüber. Erstens ist nicht so wichtig. Und zweitens? Nur zweitens ist doch sehr lustig, wenn ich dich Ihnen aus heiterem Himmel als meine Frau vorstelle, ne? Hoffentlich. Nein, nur den ersten Stock. Ach so, na Gott sei Dank, den alleine hätte ich das nicht bewältigen können. Was? Na, was meinst du, was so ein ganzes Haus für eine Arbeit gibt? Aber dafür hast du doch Pankas und Clotilde, die Perle. Richtig, Kind, verheiratet, gnädiger Herr. Hast du was dagegen? Das will ich mir nie erlauben, aber... Also mit ein bisschen gegenseitigem Verständnis werden sie euch ganz gut vertragen. Bitte nur einzutreten. Einen Moment noch, bitte. Trag die Koffer nur voran. Verzeihung. Na, geh doch hinein, Jandl. Jetzt musst du mich doch über die Schwelle. Aber Kindskopf, solchen Aberglauben haben wir doch hier ein wenig. Was würde denn Clotilde und Pankratz dazu sagen? So. Hier hast du die berühmte Clotilde. Na, wir werden uns schon recht gut vertragen, Clotilde. Na, ich freue mich, dass alles beim Alten ist. Auch die Tür quietscht noch, wie immer. So, und jetzt wirst du vor allen Dingen eine Führung durch die Gemächer über dich ergehen lassen müssen. Ich glaub's noch immer nicht. Alles ist ein Traum, ein Albdruck, Hirngespinste. Fassen Sie sich, Pankratz. Fragen Sie Ihrer Gnädigen die Koffer nach. Meine Gnädige ist genauso gut Ihre Gnädige. Meine nicht. Ich bleibe keine Stunde länger hier. Ich arbeite prinzipiell nur in einem frauenlosen Haushalt. Das hier ist das Salon, in dem wir auch speisen. Also darüber wäre eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Ja, außer dass der Henkel hier von der japanischen Vase etwas lediert ist, aber das macht ja weiter nichts. Na, der Beste. Das ist angeblich ein Schilder, zumindest Karli behauptet es. Versteht ihr was davon? Nicht das Geringste. Na, no, das ist hier der Wintergarten. Märchenhaft, was? Dass sowas gibt. Stabtropfen. Aber. Ja? Na, und jetzt kommen wir in die Bibliothek. Hier ist der offizielle Repräsentationsraum, da empfange ich die Abordnung meiner dankbaren Leser. Aha, aha, aha. Das ist keine Kleinigkeit zum Abstauben. Hallo? Was ist denn? Eine Motte. Aua. Spielst du Klavier? Nein, ich nicht, aber der Stani, leider. Ist der Schauspieler? Nein, mein Kind, der Schauspieler ist der Baldi. Der Stani ist unser Benjamin, weißt du, der alles kann. Zumindest behauptet er es. Das hätte ich mir eigentlich nicht gedacht, dass man so viele alte Bücher braucht, um ein neues zu schreiben. Viele Bücher? Ach, das gar nichts. Da schau her. Und da sitzt ihr alle vier immer beisammen? Ja, manchmal, freilich. Ja, und jetzt zeige ich dir das Allerheiligste. Und jetzt an die Arbeit. Auspacken, herrichten, einräumen, alles in Ordnung bringen. Was fällt dir denn ein? Das werden Pankratz und Clotilde besorgen. Jetzt muss ich dir doch erst noch die Küche zeigen. Ja, bitte. Na, gefällt sie dir? Herrlich, herrlich. Für Gas? Keine Ahnung. Für Gas und Koks. Ha ha.
sehr schön, schön, alles sehr schön. Aber Eierspeis geht schlecht weg. Nicht? Na, Clotilde, wir werden schon miteinander ein bisschen Ordnung hier hereinbekommen. Miteinander wohl kaum. Pankratz. Sind das nicht... Was ist denn da unten? Ach so. Gnädige Frau, wir haben selber kochen. In einer solchen Küche, das wird das reinste Vergnügen sein. Dann kündige ich zum nächsten Ersten. Kündigen? Also sag Ihnen einfach, dass ich noch verreist bin. Das geht nicht, gnädige Frau. Warum nicht? Spezialauftrag, was ein Spezialauftrag von Herrn Harley. Sofort melden, wenn gnädige Herr zurückkommt. Und du hast gemeldet? Habe gemeldet, sofort nach Erhaltstelegramms. Also du bist doch ein... Hast du wohl auch gemeldet, dass ich verheiratet bin? Das nicht, weil nicht dran geglaubt habe. Und noch immer nicht... Also sag ihn ein... Und die Anzüge alle zum Schneider, nicht wahr? Soll alles gut aufgebügelt werden. Das Schlafzimmer war da. Nicht? Nein, liebes Kind, das Schlafzimmer ist dort. Noch immer. Geh nur. Ich komm gleich nach, ja? Sag ihnen, ich bin nicht angekommen. Ich habe telegrafiert, ich habe den Zug versäumt. Zu Befehl, aber wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Was denn? Auf die Dauer lässt sich doch die Sache nicht verheimlichen. Das habe ich auch gar nicht notwendig. Also, jetzt nicht. Alles zu seiner Zeit. So, da bin ich. Na, soll ich dir helfen, Jandl? Oder ich schicke dir die Clotilde, ja? Nein, danke. Weißt du, die Clotilde hat nämlich... Aha. Soll ich aufmachen? Nein, das macht doch der Pankratz. Ich nehme mir meine Arbeit mit hinüber in die Bibliothek. Bleib nur da. Ich komme gleich wieder zurück. Was ist los, so was hinlangen? Verzeihung, der gnädige Herr ist noch nicht da. Was heißt denn das? Sie haben doch ausdrücklich gesagt, dass er heute in der Früh kommt. Er hat telegrafiert, dass er den Zug versäumen wird. Das versäumt hat. Ach, und was ist das da? Ja, das hat der gnädige Herr vorausgeschickt. Wie der lügt. Das werden wir gleich konstatieren. Also, wo ist er? Im Badezimmer? Schlafzimmer wahrscheinlich. Wo ist denn der gnädige Herr? In der Bibliothek. Wo ist er? In der Bibliothek, bitte. Sie sind mir scheint neu hier, was? Seit heute früh. Also, auf in die Bibliothek. Grüß euch Gott. Freue mich wirklich so, euch wiederzusehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Aber komm, tretet doch näher, macht euch doch bequem. Dein Pankratz behauptet, du bist noch nicht zurückgekommen. So eine Frechheit. Ja, nicht mal, weiß wirklich nicht, was der Mann manchmal hat. Im Ernst, Peter, was ist eigentlich los mit dir? Was? Seit 3 Wochen haben wir überhaupt keine Nachricht von dir. Plötzlich erscheinst du in Wien, ohne irgendetwas zu sagen. Lässt dich vor uns verleugnen? Hast ein neues Dienstmädchen oder Haushälterin oder was sie ist engagiert und wir wissen von nichts? Also ich muss sagen, das geht wirklich ein bisschen weit. Ein neues Dienstmädchen? Davon weiß ich ja gar nicht. Ach, entschuldige, bitte, wir haben doch eben in deinem Schlafzimmer Lass gesehen. Lass mich sprechen, ja, nur ja, die Ruhe kann es machen. Du willst also leugnen, dass du ein neues Dienstmädchen hast, ja? Wer war denn dann die Person, die wir da draußen in deinem Schlafzimmer angetroffen haben? Ach, die... Ja, die, das ist was anderes. Ich meine, das ist schon möglich, dass wir da... Ich meine, das ist ein neues Dienstmädchen. Ich meine, es gibt ja immer viel Arbeit für mehr, viel mehr, viel mehr, viel mehr Arbeit. Es gibt ja immer viel... Es ist, gibt eigentlich immer, nämlich, es gibt ja viel Arbeit. Was versteckst du denn da? Wieso denn? Gar nichts. Die andere, die
Ach, die andere. Was soll denn dieser Ring bedeuten? Das ist doch hoffentlich ein Witz. Das ist kein Witz. Das ist meine Überraschung. Du bist verheiratet. Entschuldige, ich muss ein bisschen Bewegung machen. Also bitte, du kannst ja tun, was dir Freude macht, aber schließlich schafft man sich ja nicht eine Frau an, so wie man sich einen neuen Anzug zulegt. Ist ja immerhin eine große Sache. Ein einschneidender Wendepunkt. Eine Katastrophe. Immerhin eine Angelegenheit, die wert gewesen wäre, besprochen zu werden. Jede Bagatelle hast du sonst mit uns besprochen. Bitte, ich spreche nicht von mir, aber dem Balde hättest du doch sagen können, den du doch sonst wegen jedem Beistrich in deinen Dings oder in deinen Theaterstücken frockst. Bitte, ist ja großjährig. Also erst müsst ihr sie einmal sehen, bevor ihr weiterredet. Ich hole sie jetzt her und ich bin überzeugt, ihr werdet begeistert sein. Hm? Bitte? 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 Janne! Janne! Jandel. Na, also komm, mach dich schnell fertig. Meine Freunde wollen dich doch kennenlernen. So? Peter ist mir bang. Ja, was ist denn los, Jandl? Na, die Clotilde hat gekündigt. Und ich bin schuld. Ach, Unsinn. Und dann deine Freunde. Die werden dir doch auch die Freundschaft kündigen. Meinetwegen. Du Dummer, das ist doch alles in Ordnung. Die freuen sich doch, dich zu sehen. Also, sei nur nicht nervös. Ja? Unbefangen, heiter. Dann wirst du ihnen bestimmt gefallen. Wir warten dich in der Bibliothek. Ich will gar nicht behaupten, dass ich einer großen Leidenschaft verfallen bin. Dazu bin ich zu alt, zu abgekämpft und zu blasiert. Ja, du Unglücksmensch, warum hast du denn dann überhaupt geheiratet? Ja, aber gerade, weil ich bei klarem Kopf alles genau überlegen konnte, weiß ich, dass sie für mich die Richtige ist. Ich frage mich nur, wozu schafft man sich aus tiefster Überzeugung ein Prinzip? Um es zu brechen, guter Freund, du wirst auch noch drauf kommen. Ja, was ist denn, Pankraz? Na, komm doch herein. Entschuldige, ich bin's. Ach, du bist, ich dachte, Pankraz, weil du geklopft hast. Ist dir nicht lustig, was? Na also, da hast du die drei. Carly, Baldi, Stani, meine drei Freunde, von denen ich dir schon so viel erzählt habe. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Danke. Freut mich sehr. Naja, also setzt euch doch, steht doch nicht darum wie die Pagoden. Bitte. Da setzt sich doch hin. Ja, bitte. Ich gehe einen Tee bestellen, wa? Danke, mir keinen. Nein, mir auch nicht. Nein, danke, jetzt nicht. Ja, was wollt ihr denn? Ja, ein Cognac natürlich. Wer trinkt denn jetzt schon Tee? Du auch? Cognac? Aber nein, Peter. Also, walte deines Amtes, Hausfrau. Ja, das ist aber entzückend. Für Zitrone, Bier. Was ist das? Ja, zum Mixen. Zu was gehört das? Zum Mischen von Schnäpsen, weißt du? Ah ja, das habe ich im Kino gesehen, ja. Ach, das ist aber interessant. Gnädigste, war noch nie in einer Bar? Nein, war ich noch nicht. Warum, ist das eine Schande? Oh, eine Schande ist es nicht. Das sind Whiskygläser, weißt du? Ach so? Ja, sowas haben wir nicht bei uns im Hotel. Das sind Cognac-Gläser. Was, so viel Cognac trinkt ihr? Aber Kind, muss ja nicht voll gießen, nur bis daher. Nur bis daher? Na, warum nimmt man dann so große Gläser? Ja, das sind so die unwägbaren Dinge im Leben, gnädige Frau. Zum Beispiel Bier aus Kaffeetassen würde Ihnen gewiss auch nicht schmecken. Warum nicht, wenn man Durst hat? Naja, in Ausnahmefällen schon, aber man tut es doch im Allgemeinen nicht. Jedenfalls nicht in der Großstadt. Mein Gott, draußen auf dem Land, da wird es ja vielleicht auch Leute geben, die zum Beispiel, sagen wir,
am Sonntag Lackschuhe tragen. Aber in Wien würden Sie doch bestimmt keine Lackschuhe anziehen. Warum nicht? Naja, weil man das eben nicht trägt. Kinder, opponiert doch nur aus Hetzli, Marianne. Fallt ja doch nicht da rein. Sie besitzt überhaupt gar keine Lackschuhe. Sag mal, Peter, wie weit bist du denn mit deinem neuen Stück? Hm? Wann willst du denn das vorlesen? Wir müssen uns dann doch wieder zusammensetzen und mal Szene für Szene genau durchsprechen. Oder brauchst du als Ehemann keine Hilfe mehr? Aber um Gottes Willen, es soll sich doch gar nichts ändern. Natürlich will ich es euch vorlesen. Wir wollen uns in keiner Weise aufdrängen. Aber dich brauche ich doch dringend. Ohne deinen Segen gebe ich dem Verleger doch gar nicht in die Hand. Eine Zigarette, bitte. Danke vielmals. Bitte? Ja, bitte nach Ihnen, Gnädige. Nein, bitte, erster Gast. Aber Gnädige, wieso denn? Ich bitte Sie. Danke vielmals. Ihr Kinder, seid mir nicht böse, aber ich muss gehen. Ein jünger Talliens erwartet mich. Ja, mein Gott, ich muss ja auch noch einen Sprung ins Büro machen. Es hat mich jedenfalls sehr gefreut, Sie alle kennenzulernen. Ganz meinerseits. Na ja, da gehe ich halt auch. Ja, wenn ihr alle geht, dann gehe ich auch. Nein, bleib du nur. Du wirst ja zu Hause sicherlich noch zu tun haben. Nein, ich muss ohnehin notwendig in die Stadt, Steuerberater und derlei lustige Sachen. Also Servus. Vielleicht treffen wir uns nachmittags bei Baldi. Dort lese ich euch dann meine Arbeit vor, soweit ich halt gekommen bin. Habt ihr Zeit? Ja, heute ging's. Ja, ich könnte mich schon frei machen. Ja, ich müsste ja eigentlich einen Sprung ins Büro machen, aber na, das ist ja nicht so wichtig. Na, also gut, dann gehen wir. Ja, also mittags bin ich nicht da. Aber abends? Was, abends? Ja, natürlich, freilich, ja. Schön ist schön, man kann nur froh sein, wenn die Sache gut ausgeht. Ja, ich fasse es nur nicht, dass ein Mensch seinen Prinzipien so plötzlich und so über Nacht. Ich habe ja gar keinen Zweck, darüber zu debattieren, weil er mir nicht versteht und nicht verstehen wollte. Deshalb können wir das nicht gleich machen. Du warst schon vorher auch nicht. Nein, man muss ihm's doch sagen. Wir wollen doch einmal die Sachlage in aller Ruhe klipp und klar festlegen. Eine Frage müsst ihr mir vorher offen und ehrlich beantworten, aber ohne Voreingenommenheit. Wie gefällt euch meine Frau? Ach Gott. Offen und ehrlich? Gar nicht. Eine Provinzlerin, bestenfalls. Bitte, ich will niemanden kränken. Oder seine Frau für einen kleinen, braven Beamten, aber doch nicht für dich. Schließlich und endlich bist du der Peter Adenauer und als dieser hast du, wenn überhaupt, die Pflicht, eine Frau zu heiraten, die zu repräsentieren versteht, ne? Ihr ärgert euch ja nur, weil ich halt nicht um Erlaubnis gefragt habe. Ihr ahnt ja gar nicht, was die Janne für Qualitäten hat. So genau wollen wir es auch gar nicht wissen. Brauch eine. Eine Frau, die was von der Wirtschaft versteht, eine hausfrauliche, eine Dings, eine Köchin. Ich meine eine Frau, die was vom Kochen versteht, die mein Haus in Ordnung hält. Naja, also Kinderstube hat sie zweifellos. Sie klopft sogar an, wenn sie zu ihrem Herrn Gemahl ins Zimmer tritt. Ja, sie steht auch auf, wenn sie einem Herrn die Hand reicht. Na, ist ja immerhin anerkennenswert, dass sie wenigstens eine Bar vom Kino her kennt. Also bitte, wenn es euch geniert, ihr müsst ja nicht mehr zu mir kommen. Ja, darauf wird es ohne dies hinauslaufen. Das ist dir eben anscheinend gar nicht überlegt, als du dich verheiratet hast. Entweder Frau oder Freunde. Ja, aber wieso denn? Das ist doch einfach lachhaft. Das ist leider nicht lachhaft, das ist sehr traurig, aber wahr. Du hast von nun an ganz andere Pflichten. Als Ehemann hast du nur deiner Frau zu leben, alles andere ist vorbei. Tja, da gibt's nichts anderes als resignieren. Es ist selbstverständlich, dass wir uns in Zukunft tunlichst von dir zurückziehen werden. So ist es, darum geh du ruhig zu deiner Jandl. Und wir gehen unseren Schmerz ersäufen. Also, ganz meine Meinung. Ihr seid ihr den ganzen Tag von Gott verlassen. Was für eine Vorstellung habt ihr denn von einer Ehe? Gar nichts ändert sich, das werdet ihr gleich sehen. Wo gehen wir hin? Ja, wir gehen in die Tivoli-Bar. Bitte sehr, Tivoli-Bar, wohin ihr wollt. Wie eh und je. Was glaubt ihr überhaupt von einer Ehe? Wie stellt ihr euch das vor? Es kommt doch immer nur auf den Mann an. Ich werde mir die Jammel schon zurechtbiegen für unsere Freundschaft. Zum Beispiel, wenn wir später nach Hause kommen, wird sie sich eben gewöhnen müssen.
Du schläfst ja nicht. Nein. Warum denn nicht? Warum soll ich schlafen, wenn du arbeitest? Ich habe nicht gearbeitet. Ich war mit meinen Freunden in der Tivoli-Bar. Hast du dich gut unterhalten? Ich war nicht zu meinem Vergnügen dort. Es war gar nicht so leicht, welchen Eindruck, den du auf meine Freunde gemacht hast, wieder zu verwischen. Angefangen hat's ja gleich mit dem dummen Knopfen. Wie kann man nur einem Herrn zuerst Feuer geben? Ich wollte doch nur höflich sein. Was sagst du? Ich wollte nur höflich. Höflich? Nein, entschuldige, das kann man gelinde gesagt schon als ein bisschen einfältig bezeichnen. Na, und dann die Geschichte mit den Lackschuhen. Und fast in die Erde gesunken. Und deine Konversation. Wie schaust du denn aus? Wie kann sich eine Frau nur so verschandeln? Meine Haare gehen so leicht auf, ich kann doch nicht jeden Tag zum Friseur gehen. Oh, bitte, meinetwegen, geh jeden Tag zum Friseur. Übrigens ist deine Frisur gar nicht so schön, dass du dir jede Nacht 1000 Lockenwickel eindrehen musst. Das ist ja auch unmöglich. Wie kann man sich nur solche Sachen anziehen? Ah. Was heißt das? Ich habe gedacht, du willst mir auch in den Hals schauen. Ich bin jetzt wirklich nicht zu Witzen aufgelegt. Du hast doch gar keinen Grund, so lustig zu sein. Ich kann es mir einfach nicht leisten, eine Frau zu haben, der man schon auf 1000 Schritt die Provinz dran ansieht. Ich habe mich gerade zu lächerlich gemacht. Ich brauche eine mondäne, schicke Frau. Schließlich bin ich doch jemand, nicht? Meine Frau, die muss sich den besseren Kreisen zeigen. Die muss vormittags zur Sache gehen, auf einen Wermut. Mittags mit einem meiner Freunde dinieren, abends eine Gesellschaft geben. Oder in eine Gesellschaft gehen. Ich meine, dass du in der Wirtschaft tüchtig bist, das ist ja schön und gut, aber da hätte ich dir gerade so gut als Wirtschafterin engagieren können, nicht? Ja, warum hast du mich denn dann geheiratet? Na, also bitte komm mir nicht mit solchen Sachen, ja? Ich mach dir ja keine Vorwürfe. Stelle nur fest. Also schau mal, Marianne. Marianne? Zu Hause bei dir in deinem Milieu, da warst du großartig, hundertprozentig. Es ist vielleicht mein Fehler, dass ich nicht daran gedacht habe, es könne eine Verpflanzung in ein anderes Milieu eine Art Experiment sein. So ein Experiment? Ein Experiment, das dir daneben gegangen ist? Also hör mich an, Marianne. Marianne, mir wird schon ganz schlecht. Wenn du Marianne sagst. Du sollst mich anhören. Nein, ich will nicht. Das interessiert mich auch gar nicht. Milieu hin, Milieu her. Schreib das in deine Theaterstücke. Was soll ich damit anfangen? Dadurch wird ja nichts besser. Außerdem sagst du nur das nach, was dir deine lieben Freunde vorbeten. Die lass gefälligst aus dem Spiel. Ich habe dir auch nie deine Leute vorgeworfen, obwohl ich einen Grund dazu gehabt hätte. Also das ist die Höhe. Also wir wollen doch ruhig und sachlich bleiben. Ich erkläre dir. Ich hab genug von deinen Erklärungen. Heb sie dir auf für Leute aus deinem Milieu. Bitte? Wie du willst. Gute Nacht. Ich habe gute Nacht gesagt. Stellen Sie die Koffer dahin und holen Sie sie wieder, wenn Einlass ist. Aber lassen Sie mich nicht sitzen. Ja.
Na, also da bist du. Ich habe mir ja sowas gedacht. Sag einmal, was fällt dir eigentlich ein? Also, wo willst du hin? Zu deiner Mama, was? Nein. Also, wohin denn? Weg. Weit weg. Ich habe genug. Du bist übergeschnappt. Versteh dich gar nicht. Ich habe doch gar nichts getan. Du weißt doch, ich war bei der Gräfin Rachotschan. Es waren sehr gute und wichtige Leute dort. Ich habe zu Hause angerufen, um dir zu sagen, dass wir auf den Kurwenzel fahren, frühstücken, damit du dich nicht beunruhigst. Und da sagt mir die Anna, dass du mit 4 Koffern fortgefahren bist. Also mich hat fast der Schlag getroffen. Tja, ich gewusst, was los ist. Ich kenne dich doch, René. Schau, die Rachotschan ist deine beste Kundin. Ist doch nur in deinem Interesse, wenn ich die Frau nicht vor den Kopf stoße. Unmöglich, so mir nichts, dir nichts aus der Gesellschaft vorzulaufen. René, ich hab dich doch ohnehin gerade anrufen wollen. Ich bitte dich, hör auf, darum handelt es sich doch gar nicht. Was willst du denn da nicht? Ich hab doch gar nichts getan. Nein, du hast gar nichts getan. Ich weiß, du hast mich nie betrogen, du hast keine Schulden gemacht, du hast mir nicht das Haus angezündet, aber du hast auch nichts getan, aber auch schon gar nichts, was eine Frau tun muss, wenn der Mann ein bisschen Freude an ihr haben will. Du hast keine Freude? Wo soll ich denn Gelegenheit dazu haben, an dir Freude zu haben? Was hast du denn eigentlich im Kopf? Wofür lebst du denn? Kleider, Hüte, Mäntel, Friseur, Diners, Gesellschaften, lauter dummes und albernes Zeug. Mein liebes Kind, du vergisst, wer du bist. Du bist doch schließlich wer? Die Frau René Molitors muss doch schließlich repräsentieren. Ein Mann, der Mode macht, braucht doch eine mondäne Frau. Ich will aber keine. Ich habe im Beruf genug. Diese mondänen Ziegen, die hängen mir ja schon zum Hals raus. Schlimm genug, dass ich mich im Geschäft den ganzen Tag mit Imprimé, Goldlamé und Crêpe de Chine, Crêpe Satin herumschlagen muss. Zu Hause habe ich eine unbändige Sehnsucht nach Barchen und Lodel. Es mag ja Männer geben, bitte, die eine mondäne Frau haben wollen. Ich aber nicht. Bei Gott nicht. Ich habe sie bis hierher. Ich habe doch alles nur deinetwegen getan, René. Du bist einzig und allein meine Frau und hast so zu sein, wie ich mir eine Frau wünsche. Das ist nun mal so. Die Frau muss sich den Wünschen des Mannes anpassen. Das geht nun mal nicht anders. Das mag für die Frau unbequem sein, aber das muss sie auf sich nehmen. Das ist die Aufgabe für die Frau. So, jetzt ist es mal raus. Ja, aber warum hast du mir das nicht schon längst gesagt? Da packt man doch nicht einfach seine Koffer und macht sich heimlich davon. Glaubst du, ich kann keine einfache, brave Frau sein? Ich kann alles sein, was du willst. Ich liebe dich doch. Das heißt, dass du... Dass ich alles tun will, damit du Freude an mir hast. Ich schwöre es dir. Die Frisur einfach, schlicht wie gehabt. Im Gegenteil. Schick, elegant. Möchte was sagen? Extravagant? Ja. Ja, ist das wirklich Ihr Ernst, gnädige Frau? Ja, ich möchte eine ganz einfache, biedere, hausbackene Rolle. Jetzt zeigen Sie mir einmal etwas wirklich Modernes. Der ist wohl auch zu wenig auffallend. Nein, der kommt nicht in Frage. Nein, der ist ja viel zu einfach. Vielleicht, gnädige Frau, bitte. Nein, der ist viel zu verrückt. Der kommt nicht in Frage. Ich möchte einen ganz gewöhnlichen, einfachen, völlig anspruchslosen Deckel. Sehr interessant, sehr interessant. Was könnte man da, das... ich sehe Sie in Dur, gnädige Frau, in Dur, dem Hals zu mir in Moll... Also Satin Moiré, Flaschengrün, hier oben mehr Tabakbraun, Mauve. Guten Tag, gnädige Frau. Oh, Verzeihung, einen Augenblick.
Du siehst ja entzückend aus, mein Schatz. Sei nicht böse, ich will dich hier nicht stören. Ich wollte dich im Vorübergehen nur fragen, um wie viel Uhr du ungefähr zu Tisch kommen wirst, weil ich muss nämlich noch zur Wäscherin und zum Fleischhacker und in den Sparverein und möchte doch rechtzeitig zu Hause sein, damit ich die Erdäpfelknödel noch fertig machen kann. Ich werde sehr pünktlich sein. Der Taxichauffeur bekommt 12,50 Mark. Geben Sie ihm 15 Mark. Wo ist mein Mann? Mein Mann, der gnädige Herr, hat eine kleine Arbeitspause eingeschaltet. Er ist im Salon. Grüß dich, Liebling. Hast du was gesagt? Ach so, weil ich ein neues Kleid anhab. Aber du hast ja gesagt, ich soll mir ein paar neue Kleider kaufen. Großartig schaust du aus, Jandl. Ja, aber sag doch nicht Jandl zu mir, mein Gott. Ach, das schau hier auf einmal. Ja, wie soll ich denn sagen? Na, sag schlicht und einfach Jane. Glaube, sie ist ein Doublet. Ein was? Ich halte die Gnädige für eine Doppelgängerin von der Gnädigen. Die Sache wird kriminalistisch. Ich muss mich jetzt umziehen. Warum denn? Ich gehe zur Sache. Auf den Wermut? Ja. Ja, bravo! Ich sag Ihnen ein Doublet. Also erstens lassen Sie mir meine Paradeissoße nicht anbrennen. Und zweitens heißt es Double. Drittens sehen Sie Gespenster. Aus diesem biederen Mädchen vom Land kann doch nie im Leben eine Dame werden. Bitte, Clotilde. Gnädige Frau, ich wollte nur ein paar Kleinigkeiten einkaufen gehen. Aber in der Küche ist alles vorbereitet zum Kochen. Ich meine, weil die gnädige Frau gesagt haben, dass die gnädige Frau selber kochen wollen. Aber meine Gute, das war ja nur eine Laune von mir. Gnädige Frau, wann kommen denn die gnädige Frau zum Mittagessen? Richten Sie das Essen so für 1 Uhr. Ach, bitte, können Sie mir... Bitte. Ach, Sie sind's? Nein. Frau Marie Hanig, ist die Hand. Guten Tag, Herr Baldi. Bitte, ich bin zwar nicht der Baldi, aber... Das macht ihr weiter nicht. Gehen Sie zum Peter hinauf vielleicht? Nein, zum Peter. Das heißt, ich könnte natürlich einen Sprung hinauf machen zu meinem lieben Freund Peter. Ja, der würde sich bestimmt sehr freuen. Wissen Sie, Gefahr, dass ich Sie fast gar nicht erkannt habe jetzt? Nein, also tatsächlich, Frau Maria, Sie sehen bezaubernd aus. Wie man sich irren kann, ich glaube, wir haben da unlängst einen ganz total falschen Eindruck von Ihnen bekommen. So. Na ja, Sie gefallen mir ehrlich gesagt jetzt auch viel besser. Oh, das ist aber sehr lieb, so Ihnen. Darf ich Sie vielleicht ein kleines Stück begleiten? Ja, gern, natürlich. Bitte sehr, bin ich frei. Ich meine, wenn ich so denke, also es ist. Ja. Es ist direkt. Bitte, ich. Ich bin nämlich sehr kinderlieb. Sind Sie mir nicht böse, ich bin sonst wirklich nicht auf den Mund gefallen. Aber ich bin tatsächlich noch ganz perplex. Ich bin ja eher sonst eine charmante Natur. Das sieht sie ja auch. Dabei kann man von mir wirklich also so in Zivil nicht den richtigen Eindruck bekommen. Ah, Sie sind Offizier. Nein, das nicht, aber ich meine, wenn man mich so auf der Bühne sieht, ne, dann kann man erst den wirklichen Kern meines Wesens erfassen. Ah, ja, Sie sind ja der Schauspieler, der Berühmte. Ja, ja, ja. Nein. Schauspieler bin ich leider nicht. Das heißt also, nicht von Profession, aber ich spiele Theater aus einer Innendings heraus, aus reinstem Drang heraus. Ich wollte schon als kleiner Junge zum Theater gehen. Ja, ja. Ja, aber man behauptet, mein Profil wäre nicht sehr günstig. Ne? Das ist ja lächerlich, ne? Ein Schwamm drüber. Ich spiele jetzt bei einer Liebhaberbühne. Aber nein. Ja, wir bringen jetzt die Räuber heraus. Von Schiller. Ich weiß nicht, ob die
Die Komödie kennen Sie, sehr interessant. Man hat mir leider den Franz Mohr angehängt. Also meine wirkliche Rolle ist natürlich der Karl. Das ist eine, die ist eine imposante Erscheinung. Der Franz ist mir eine unsympathische Figur, ehrlich gesagt. So. Da habe ich zum Beispiel einen Auftritt. Also ich halte Sie auf. Und Sie sollten wirklich zum Peter hinaufschauen. Er möchte sich so freuen. Zum Peter? Wann kommen Sie denn zurück? Ich? Ja. Um eins. Bestimmt. Ja. Also auf Wiedersehen. Dann hoffe ich Sie wiederzusehen. Ja, aber jetzt, weißt du, bin ich jetzt richtig gegangen? Wo wollten denn hin? Ins Sacher. Bitte? In die Sacher Bar. Sie gehen in die Sacher Bar? Ja. Einen Wermut trinken. Einen lichten oder dunklen? Einen lichten, natürlich. Ja, sehr. So. Ja, die Frau, Sie sind das. Also viel hat jetzt nicht gefehlt und ich hätte Sie gar nicht erkannt. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Also, die Frau, ich muss schon sagen, Sie sind mir doch nicht böse, dass ich das so offen heraussage, aber ich muss sagen, ich bin einfach platt. Bei unserer ersten Begegnung, da hatte ich einen ganz anderen Eindruck von Ihnen. Ach Gott, der erste Eindruck trügt manches Mal. Na ja. Sie gefallen mir jetzt auch viel besser. Was, ich gefallen Ihnen? Oh, das macht mich aber sehr. Was darf ich servieren? Bringen Sie mir doch bitte ein. Ich hab da drüben schon was stehen. Bringen Sie das bitte her, ja? Also, weißt du, es geht mir nicht aus dem Kopf, wie deine Frau, die Jandl, sich gewandelt hat. Das ist direkt unfassbar. So, ich hab gedacht, sie ist eine Provinzpflanze. Eine Katastrophe, eine unmögliche Person. Aber Unsinn. Wie hast du das zustande gebracht, diese Frau in der kurzen Zeit so umzumodeln? Das ist doch ganz einfach. Ich weiß doch, wie man mit einer Frau umgeht, nicht? Sagen Sie mir bitte nur das eine. Warum haben Sie sich neulich so verstellt? Neulich verstellt? Ja. Na, vielleicht ist das jetzt auch nur eine Verstellung von mir. Jetzt muss ich aber gehen, sonst komme ich zu spät zum Mittagessen. Angebrannt. Natürlich. Angebrannt. Verbrutzelt. Ungenießbar. Ja. Aber ich bin nicht schuld, sondern gnädige Frau. Sie erlauben doch, dass ich das erledige, ja? 2,50 Mark, 2,85 Mark. Bitte schön. Danke sehr. Könnten wir zwei Scheunen nicht miteinander irgendwo hinausfahren zum Essen? Jetzt? Aber Stanley, der Peter wartet doch. Sie wird halt Kommissionen haben. Lassen wir zwei, es uns eben gut schmecken. Das schmeckt ein bisschen merkwürdig, nicht? Na, es geht. Aha! Ja? Hallo? Peter? Ja, sei nicht böse, ich bin hier am Kahlenberg. Ich habe im Sacher den Karli getroffen und bin mit ihm heraufgefahren. Die Aussicht ist herrlich heute. Was, mit wem bist du jetzt am Kahlenberg? Mit dem Karli. So, einen Augenblick. Du, ich glaube, da stimmt was nicht. Sie behauptet, mit dir am Kahlenberg zu sein. Ich schwöre dir, ich bin nicht dumm. Nicht? Hallo? Naja, also dazu hätte ich zu sagen, dass der Karli hier bei mir ist und sich dein Mittagessen gut schmecken lässt. Ach so. Na, dann ist es halt ein anderer. Ich bring deine Freunde ja immer durcheinander. Der junge Hübsche ist es. Jung und hübsch, da schau her. Na, dann ist es wahrscheinlich der Stani. So. Ja, natürlich, glänzende Idee. Bah. Na, ich muss sagen, meine Jandl macht sich. Geht zur Sache, liniert mit dem Stani am Kahlenberg, nur so weiter, nur so weiter. Nur so weiter, nur so. Sie sollte doch um 1 Uhr da sein. Und wenn sie sagt, um 1 Uhr ist sie da, dann muss sie eben um 1 Uhr da sein. Aber lass sie doch. Krieg da rum mit dem Stani, mit dem leichtsinnigen Vogel. Ich wundere mich nur über dich, dass du das so ruhig... Du strahlst ja förmlich vor lauter Freude. Ja, aber warum denn nicht? Du kennst doch diesen Windhund, diesen Stani. Ach, eifersüchtig soll ich sein auf dem Stani. Da kannst du ganz beruhigt sein bei der Jandl. Also da lege ich meine Hand ins Feuer. Wir müssen jetzt öfter zusammenkommen, ja? Furchtbar gern. Kommen Sie doch heute Abend zu uns. Ja, natürlich, mit dem größten Vergnügen. Nur, kommen die anderen auch? Nur Sie. Ihr gemeinen Schuften, das war ja eine abgekartete Sache.
Mir ist es schon so merkwürdig vorgekommen, wie Frau Marianne mich angerufen hat, ich solle dringend einen Sprung heraufkommen. Ich habe geglaubt, zu einem ernsten Gespräch unter vier Augen gerufen zu werden. Nun diese Überraschung. Herrschaft, dringend, seid fesch. Ach, ist ein feiner Tag. Gestern sitzt du nicht da wie ein Chineser, hä? So gemütlich wie heute war ich schon lange nicht. Ach, du nicht so ein langes Gesicht. Aber Stanley, was ist Ihnen denn über die Lebe gelaufen? Ach, gar nichts. Ich bin in einer Stimmung, wo ich den Kutscherhumor von dem Karl eben nicht vertragen kann. Wie schaut's dem Burma? Wie kann man den gleich so angerührt sein? Der Kerl fängt zum Stänkern an. Ach, Stänkern, wer stänkert denn schon? Ich hab doch kein Wort gesagt, ne? Also bitte, Stanley. Nein, deine Frau? So was Bezauberndes? Also ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie dieselbe verneut ist. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass wir uns alle so gut verstehen. Ja, das ist eine gute Idee. Was ist denn los? Wir wollen mit Frau Marianne Bruderschaft trinken. Oh. Furchtbar gern, natürlich. Manches Mal hat der Karli doch sehr gute Ideen. Das war nicht meine Idee. Der Einfall kam vom Stani. Also, bitte, so habe ich mir das nicht vorgestellt, dass es hier eine Küsserei en gros losgeht. Ich habe mir nur gedacht... Oh, das ist die Höhe, da wäre eine Extrawurst. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Also, Mariandl. Servus. Das war aber fein. Herr Stani? Servus. Herr Baldi, wo ist er denn? Ich war aber gar nichts. Sie sind bezaubert. Sie? Du. Eben. Und der Peter kriegt auch einen Kuss. Damit er nicht traurig ist. Aber im Gegenteil. Ach, ich bin ja so froh. Ihr müsst jetzt wieder zu mir kommen, so oft ihr könnt. Das wird eine herrliche Zeit werden. Lasst Blumen sprechen. Wer ist denn heute wieder an der Reihe? Das schlichte Vergissmeinnicht, Herr Karli. Rote Rosen, mehr als deutlich, Herr Stani. Sinnig voll zarter Andeutung und doch vielsagend Orchideen, Herr Baldi. Orchideen. Blumenkohl mit Butter und Brösel. Der gnädige Herr, das ist ein Irrenhaus. Fünf Personen zu bedienen ist wirklich ein bisschen viel. Die drei Herren sind ja gar nicht mehr hinauszukriegen. Von der Früh bis in die Nacht haben sie sich hier eingenistet. Vielen Dank. Mit dem Rühren fängt es an, dann kommt Salz und Parmesan. Und für die was verstehen, kommt bissel Senf und bissel Creme. Von wem ist denn das schon wieder? Orchideen. Es wurde anonym abgegeben. Ich danke Ihnen vielmals, mein lieber Pankhas. Dam, dam. Dann. Rote Rosen kommen dann. Männer, die am Ziel sich sehen, die schenken schwüle Orchideen. Und die Frau, die sie empfängt, weiß genau, was der sich denkt. Der so zarte Zeichen gibt, weil sie Blumen kennt und liebt. Mit der Sehnsucht fängt es an, süße Träume kommen dann. Man rasiert sich zweimal täglich, macht womöglich ein Gedicht. Darin reimt man Blick auf Glück, sucht die Dämmerung und Musik. Die schönste Stimmung gibt, wenn man Frauen kennt und liebt. Ja, ich danke dir schön. Wofür?
Ach so? Aber Zeit, ich hab gedacht. Ich hab dem Bankrat schon x-mal gesagt, der Klavierstimmer muss her. Ich werde gleich selber anrufen. Er soll heute noch herkommen. Gut? Na, das ist doch niemals ein G. Das ist fast schon ein A, nicht einmal mehr ein Gis. Spiel's halt vorläufig ohne G. Nimm was anderes dafür. Entschuldigung. Bitte. Ich möchte mir nur Wasser für meine Blumen holen. Bitte schön. Ja, ich danke dir übrigens schön. Die sind aber nicht von mir. Orchideen werde ich mir nie erlauben. Ich nicht. Verzeih. Klingen sind das, auf denen kann man wirklich noch rumreiten. So? Na, das werden wir dem Peter sagen, er soll sich gefälligst bessere Klingen anschaffen. Marianne. Ja? Was ich eigentlich sagen wollte, oder vielmehr fragen. Hast du heute Abend etwas vor? Ich? Warum? Weißt, Marianne, ich hätte eine riesige Freude. Ich hätte so gern, dass du einmal... Bitte komm heute Abend zur Probe ins Hotel Esplanade. Na gut, das ist eine Hetz. Ich werde den Peter fragen, ob er heute Abend Zeit hat. Nein, bitte, Marianne, ohne Peter. Denn es soll auch keine Hetze sein. Es liegt mir wirklich daran, dass du reinkommst. Denn der Peter nimmt dir meine Schauspielerei gar nicht ernst. Ich verstehe dir nichts davon. Also gut, wenn ich Zeit habe, werde ich mir's überlegen. Also wir lieben dir. Also heute um 8 Uhr, Esplanade. Beeil dich, wir essen bald. Ja. Du, das gehört aber noch dir. Komm, ich danke dir. Mehr verzeih. Ist es denn wahr, Amelie? Sie ahnen nicht, wie glücklich Sie mich machen. Ich liebe Sie vom ersten Tage, da ich Sie sah. Da ich Sie sah, erinnern Sie sich noch an die kleine Konditorei. Nur eines macht mir bang. Zeig. Nein, bitte sei nicht böse, aber diese Gardinen sollen nicht so viel gegossen werden. Ich wollte gerade mir Fallen tun. Vielleicht. Das ist sehr lieb von dir, aber diese Gärtnerarbeit passt ja eigentlich nicht zu deinem klassischen Profil. Wie viel lieber möchte ich ein armer Gärtner sein? Darf ich mal riechen? Ist gut, das. Jesus. Danke vielmals. Nichts zu danken. Spürst du es? Gut, ja, sehr gut. Nein, nein, ich meine, ob du sie spürst. Wen? Die Schwingungen. Natürlich. Nur eines macht mir bang, Amelie. Ihr Gatte ist mein bester Freund. Das ist unheimlich. Was, da bist du im Schlafzimmer? Es sind ja alle Zimmer besetzt. Die Wohnung ist halt zu klein für so viele Personen. Ja, aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Bist du schlecht aufgelegt? Aber gar nicht, im Gegenteil. So ist was los bei uns. Für Abwechslung ist gesorgt. Die drei, die fühlen sich wohl bei uns. Rühren. Jetzt sind wir aber zum Bund. Ihr seid denn doch. Ruhe! Man wird ja wahnsinnig in dem Haus. Das sind doch deine Freunde, du kannst dich doch nicht so... Ja, was ist denn? Es ist serviert, bitte. Ach, das ist gescheit, ich habe einen Appetit. So ist es recht. Gleich kann's losgehen. Muss mich nur noch schön machen. Unsere Gäste. Aber wie großartig diese. Ich habe sie neulich kennengelernt bei einem Apresso Bex. Wir sind dann zusammen nochmal gegangen. Da hat sie mir also ein Stückchen vorgetragen. Sie ihr Lauf. Naturschnitzel mit Mitgebratenen. Ja, ich bitte. Ah. Kalbsgulasch mit Nockerl. Ja, das bin ich. Spinat mit Spiegelei. Ja, ich. Geröstete Leber mit Erdäpfel. Daher. Danke. Hallo. Na, und ich? Ja, der gnädige Herr, ja. Ja, ich weiß nicht, man hat mir nichts gesagt. Um Gottes Willen, du hättest ja ein Reisfleisch kriegen sollen. Und in dem Wirbel habe ich ganz vergessen, es zu bestellen. Ja, das ist mir schrecklich leid. Bitte. Aber Nockerl kann ich abtreten.
Mir sind sowieso zu viel. Danke, 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 danke. Mit Dockerl kannst du mich jagen. Also ich meine, etwas muss ich doch essen. Das ist doch wirklich... Na, dass mir das passiert. Was machen wir denn jetzt? Man geht doch in ein Wirtshaus. Ist doch nichts dabei, ne? Das geht doch nicht. Gib dir natürlich mein Essen. Nein, nein, ich verzichte, danke. Gleich an der Ecke drüben beim anderen ist man sehr gut. Der gnädige Herr braucht nur zu sagen, dass der gnädige Herr von mir geschickt werden. Die haben mir Nuckerl angetragen. Aber wenn er es nicht haben, wie der verwöhnte Herr, soll er wirklich ins Wirtshaus gehen, ne? Kann er es wenigstens aussuchen. Ja. Ihr seid so gemein. Hallo, Jandl, was ist denn? Jandl, bleib doch da, Jandl! Gut ist das. Rührend, der Jandl, wie die für mich sorgt. Für dich? Also bitte, ich weiß ja gar nicht, wie ich dazukomme, aber ich finde, dass sie mich in einer Weise protegiert, die geradezu bezaubernd ist. Ihr seid ja so töricht, ihr Mann. Habt ihr eine Ahnung von Schwingungen? Nur schade, dass sie die Frau vom Täter ist. Wie meinst du das? Aber sie ist es nun mal und als Frau unseres besten Freundes muss sie für uns tabu sein. Tabu, wenn ich so höre, tabu. Bitte? Ja, ja. Es steht jedenfalls fest, der Peter ist nicht der richtige Mann für Sie. Das stimmt. Darüber sind wir merkwürdig einig. Also, Moment. Mit einem Wort nur Nockerl, bitte. Bitte einmal Nockerl. Einmal Nockerl. Ja, was kommst du denn auch hierher? Du hast ja dein gutes Essen zu Hause. Und deine Gäste. Meine Gäste? Also, Peter, ich beschwöre dich, sei mir nicht böse. Es ist mir halt bei dem Wirbel zu Hause passiert. Es wird bestimmt nicht mehr vorkommen. Nun wäre es schuld, dass es bei uns plötzlich so hoch hergeht? Du. Ich? Ja, natürlich. Kommt doch recht bald wieder. Geht doch nicht schon wieder weg. Bleibt doch noch ein bisschen da. Na, jetzt sind sie da. Von früh bis spät. Tag für Tag. Ja, aber du hast das doch so haben wollen, Peter. Nur deinetwegen habe ich alles dazu getan, dass sich deine Freunde bei uns wohlfühlen. Ich bin ja gar nicht so glücklich dabei. Also, das ist beispiellos. Du sagst mir ins Gesicht, dass du unglücklich bist? Also, ich sag doch nicht, dass ich unglücklich bin, Peter. Ich will schon froh und zufrieden sein, wenn nur du glücklich bist. Aber wenn du selbst unter der Situation bei uns zu Hause leidest, ja, glaub mir, es wäre mein schönster Tag, wenn du deine drei Freunde ganz einfach rausschmeißen möchtest. Herrgott, wenn ich das könnte. Warum soll ich es eigentlich nicht können? Jawohl, ich schmeiße sie hinaus. Heute noch, jetzt noch. Ja, und es muss ja nicht im Bösen sein, es kann im Guten sein. Warum im Guten? Im Schlechten, hemmungslos. Ich werde Ihnen sagen. Du, dir scheint ja sehr viel daran zu liegen, meine Freunde aus dem Haus zu kriegen, wa? Aha, ach so. Ah, na, jetzt fällt es mir ja wie Schuppen von den Augen. Sag, was hast du denn, was ist denn? Deine Korn, bitte. Korn. Na, jetzt wird mir alles klar. Das war ja eine sehr gute Taktik von dir, einen Keil zwischen meine Freunde und mich zu treiben. Ja, du schreist ja förmlich, weil dir das gelungen ist. Ich sollte sie überbekommen, nicht wahr? Und jetzt hast du mich soweit. Glaubst du? Ich möchte aber doch sehen, ob es nicht möglich ist, verheiratet zu sein und trotzdem mit seinen Freunden in Frieden zu leben. Du, ich schwöre dir, ich war ja nur nett zu ihnen, um dir eine Freude zu machen. Zu nett, zu nett, zu nett. Noch eine Korn, bitte. Noch eine Korn. Zu nett, das kommt ja noch dazu. Aber ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich weiß nur noch nicht, welchen von den drei Rittern du die Palme reichst. Ich bin mir zu gut dazu, um dir auf eine solche Anschuldigung überhaupt nur eine Antwort zu geben. Sehr bequem, sehr bequem. Noch einen Korn. Noch einen Korn. Nein, bitte nicht. Also bitte nicht, keinen Korn. Keinen Korn. Ich bin ja nicht blind. Aber dieses Flirten wird sich aufhören. Ich werde aufpassen wie ein Haftelmacher. Dieses sich zublinzeln, dieses Händedrücken, die ewige Blumenschickerei, das alles wird sich aufhören, sonst breche ich jedem Einzelnen die Knochen. Und dann wird endlich Ruhe sein im Haus. Und dann wird endlich Ruhe sein im Haus. Bitte? Wollt ihr nicht zu Bette sitzen? Pflegen, Vater, es griff euch hart an. Schreib ihm, dass die väterliche Brust... Ich sage dir, bring meinen Sohn nicht zur Verzweiflung, geht's traurig. Ab geht's traurig. Ab traurig.
Also jetzt habe ich hier meinen Locher. Dreist dich, Alter! Du wirst in niemand deine Brust drücken. Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein. Warum bin ich nicht der Erste aus dem Mutterleib gekrochen? Warum musste sie mir diese Bürde von Hässlichkeit aufladen? Das kann ich doch nicht sagen, Herr Konsul. Warum gerade mir diese Lappländernase, gerade mir dieses Mohrenmaul, das kann ich doch nicht sprechen, Herr Konsul, Mohrenmaul und Lappländernase. Wo sieht man überhaupt, eine Lappländernase? Aber Herr Lenz, Sir. Schauen Sie, da kann man halt nichts machen. Das ist halt von Schiller. Ja, aber ich habe doch keine Lappländernase. Na gewiss nicht, aber der Schiller hat es halt so geschrieben. Ah, tut mir leid, Herr Konsul, die Nase muss heraus und auch das Mohrenmaul. Lieber Herr Direktor Lenz, so seien Sie doch vernünftig. Schauen Sie, der Franz Mohr ist halt kein Adonis. Das ist ein schierer Kerl. Das ist Weltliteratur, da kann man gar nichts machen. Ja, dann werde ich eben die Rolle nicht spielen. Das ist sehr einfach, bitte. Ich habe ausdrücklich dem Vereinsobmann gesagt, so ein unsympathischer Kerl, der liegt mir. Und wenn Sie es ganz genau wissen, wo ich herkommen soll, Romeo, sehen Sie, das ist mein Fach. Mein liebster mich, so bin ich neu getauft und will hinfort nicht Romeo mehr sein. Das ist halt mein Element. Aber wie komme ich denn dazu, mich doch lächerlich zu machen, ne? Ich lasse meine Nase nicht in den Dreck ziehen, auch nicht vom Herrn Schiller. Aber Herr Direktor, ich bin... Bitte, Herr Konsul, wenn Sie auf den Standpunkt stehen, dass man eine Nase nicht streichen kann, soll eben ein anderer den Franz Mohr spülen, ich nicht. Lass mir doch meine Nase nicht vorschreiben. Ich nicht. Diese Banausen, diese Dilettanten, kommt mir doch mit Weltliteratur daher, der Herr Konsul. Aber Karli. Ich hab's ja Gott sei Dank nicht nötig, mich von diesen Nichtskönnern da knebeln zu lassen. Ich bin ein Künstler aus innerer Berufung und Gott sei Dank nicht vom Beruf. Da gehe ich doch lieber zum Kulturverein Harmonie. Denn Herr Baldi Reiter muss sich wahrscheinlich alles gefallen lassen. Er nimmt ja Geld dafür. Aber ich... Ach, deine Augen drohen mir mehr Gefahr als 20 ihrer Schwerter. Blick feindlich, du, so bin ich gegen ihren Hass gestellt. Um Gottes Willen, was ist denn, Karli? Ach, was, Karli, ein Romeo steht vor dir. Du, meine Julia. Denn liebst du mich, so bin ich nicht getauft. Und will hinfort nicht Romeo mehr sein. Und Liebe wagt, was irgend Liebe kann. Das ist gemein, Karli. Doch nicht gemein. Ich bin ein Gefühlsmensch. Ein Künstler. Marianne, ich liebe dich. Ich bitte dich, hör mich an. Aber ich darf dich doch nicht anhören, Karli. Warum? Und du scheinst zu vergessen, dass ich die Frau deines Freundes bin. Kann doch nicht für meine Gefühle, Marianne. Und ganz ehrlich gesagt, ihr zwei passt's wirklich nicht zusammen. Und du meinst, dass wir beide besser zusammenpassen würden? Natürlich, Marianne. Schau, Marianne, ich bin ein musischer Mensch, ich bin ein Künstler, ich bin anpassungsfähig. Ich habe mir diesen Anzug in Innsbruck machen lassen, nur für dich, damit deine Heimat, das herrliche Alpenglühend. Gefällt er dir? Wo ganz nett, Karli. Ganz nett, ne? Schau, Marianne, der Peter. Dein Mann ist ein typischer Junggeselle. Na, aber das seid ihr doch alle. Ich war es. Zugegeben, bitte. Aber ich weiß jetzt, Marianne, ich schwöre dir, ich weiß jetzt, was eine Ehe sein könnte. Sei mir nicht böse, Marianne. Bitte, ich will auch gar keine Antwort von dir jetzt. Sag nicht ja, sag nicht nein. Genießen wir doch die stillen Augenblicke des Glücks. Ich bin heute eine Künstlernatur. Weißt du, mein Lieber, ich bin im Grunde genommen ein korrekter Bürger. Ich könnte nichts tun und unternehmen, ohne dir nicht vorher etwas davon zu sagen. Noch dazu in einer Sache, die dich so persönlich betrifft. Peter, ich muss ein sehr ernstes Wort an dich richten. Und zwar unter vier Augen. Also los, los, wir sind ja unter uns. Also wenn du nervös und gereizt bist, dann kann ich nicht reden. Du bist mein bester Freund und ich kann von dir verlangen, dass du mich in aller Freundschaft ruhig und nett anhörst. Also bitte, ich bin ruhig und nett. Du musst sehr lieb zu mir sein, Peter. Hörst du mich? Sehr lieb. Ja, ich bin lieb. Ich weiß, du bist sehr unglücklich. Deine Ehe ist, weiß Gott, nicht die beste. Ich habe es ja immer gesagt, ihr passt nicht zusammen. Und doch ist es ein Glück, dass du geheiratet hast. Denn sonst hätte Jandl vielleicht nie meinen Weg gekreuzt. Bitte? Ich will es dir gestehen, wir lieben uns. Das heißt, ich liebe sie. Du liebst die und die... Hast du Veranlassung anzunehmen, dass die Jandl auch dich liebt? Ja,
Das heißt, ich habe noch nicht mit ihr darüber gesprochen, aber glaube mir, sie ist die Frau, die diese Schwingungen trügen nicht. Kurz, ich bitte dich in aller Form um die Hand Mariannens. Jande! 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 Was? Nee, die Frau ist nicht zu Hause. Ach so. Ausgegangen. Das wird sich ja feststellen lassen. Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Alles. Wenn ich auf manches gefasst war, aber so eine Gemeinheit hätte ich mir nicht von dir erwartet. Also, das habe ich nicht um dich verdient. Ich habe mir über mein Verhalten keinen Vorwurf zu machen. Jetzt habe ich aber genug. Ich bitte dich nur um eines. So bitte ich dich. Verschwinde, bevor ein Unglück geschieht. Du bist für mich gestorben, nicht geboren, nicht da gewesen. Ich kenne dich nicht, adieu. Ich weiß nicht, ob du recht daran tust, hier Schicksal spielen zu wollen. Servus, wo brennst denn? Ich muss unbedingt mit dir. Ach, Adenauer, ich war vorgestern in Ihrem Stück, wie heißt's? Begeistern. Dürfte ich Sie um ein Autogramm bitten? Nein, mein Fräulein, das dürfen Sie nicht. Was ist denn, du bist so aufgeregt, gehst rein, Brom, lassen Sie ihn ein bisschen allein, ja? Bitte schön. Was ist denn? Ist etwas Unangenehmes passiert, oder? Etwas Furchtbares. Kommst du von der... von der Jandl? Ja, das heißt nein, das heißt ja, das heißt von zu Hause halt. Baldi war bei mir. Der Baldi war bei dir, na? Hat er dir wieder einen guten Tipp für dein neues Stück gegeben, was? Oder mir scheint, ihr habt Differenzen miteinander. Ja, du kommst ja doch nicht ohne ihn aus. Und ob ich auskommen werde ohne ihn? Er hat, es ist wirklich kaum zu fassen. Er hat in aller Form bei mir um die Hand Marianns angehalten. Wo ist er? Baldi? Ich soll mich scheiden lassen, der will sie heiraten. Hält man so eine grenzenlose Unverschämtheit für möglich? Ach, solche Dinge bereiten sich hinter meinem Rücken vor. Beispiel. Hinter meinem Rücken. Hinter meinem. Naja, ich sag hinter meinem, du hast gesagt hinter deinem. Also, hinter unserem Rücken. Und was hast du ihm gesagt? Das habe ich natürlich sofort hinausgeschmissen. Der wird wieder sehr ausgezählt. Oh, er soll noch andere Dinge von mir erleben. Ah, von mir auch. Das ist aber lieb von dir, Karl. Ich danke dir. Du bist halt wirklich mein Freund. Jetzt habe ich ja nur noch dich und den Sterni. Na, und die Marianne. Nein, natürlich nicht. Marianne, obwohl. Was sagst du? Peter, die Sache ist die, jetzt ganz abgesehen von der Heimkehr, die ich ja dem Baldi nie zugetraut habe. Das hätte ich ihm nie zugetraut. Aber schon der Gedanke, allein Baldi und Jan zusammen ist doch so lächerlich. Lach. Muss ich sagen, die zwei Menschen passen zusammen wie ein Ding zu einem Ding. Sehr richtig. Und darum ist es auch einfach dumm und abwegig, solche Möglichkeiten überhaupt zu ventilieren. Sau dumm. Ich kann nicht in Frage kommen. Bitte. Peter, zu Maya. Die gute Vorsehung, den Mann für Sie gefunden, der für Sie bestimmt. Ja. Der Mann ist ja da, ne? Der Mann ist ja wirklich da. Und in diesem Fall, da muss ich es sagen, ja. Ja. Ja, diese zwei Leute kennen zusammen. Ja. Und nichts in der Welt wird sie mir trennen. Nichts, gar nichts. Das sind eben zwei Naturen aus einem Holz geschnitzt. Jawohl. Nein, also ich bin vollkommen überzeugt. Wir werden sehr glücklich sein. Sehr? Wir? Wieso wir? Ja, ich meine, Jan und ich. Heißt das? Was das heißt? Was das heißt? Dass du kein Mann für die Jandl bist und dass die Jandl keine Frau für dich ist und du wirst dich von ihr scheiden lassen und ich werde sie heiraten. Das soll das heißen, lieber Freund.
Liebst du die Marianne? Ja, ich liebe sie. Also bitte, äußere dich. Wünsche dir nicht, dass ich mich äußere. Du bist ja genauso ein... Ach, was genau, tausendmal Ärger. Wieso, als dabei dir aber wozu? Rege ich mich denn auf? Mit der Tatsache, dass es keine Freunde gibt, muss ich mich hier abfinden. Gott sei Dank bleibt mir noch der Stani und die Marianne. Du. Jawohl, die Marianne. Denn kein Funken des Verdachtes fällt auf die anderen, verstehst du? Kein Funken. Das ist ja lachhaft. Sie wird dir genauso etwas pfeifen. Wie denn bei dir, aber Gott ist ja... Jedes Wort ist ja schade, dass mit einem Menschen deines Schlages rede. Du bist für mich Luft. Bist aus meinem Bewusstsein ausgelöscht. Geschwissen, ausradiert. Gott sei Dank, dass du da bist. Servus, Stani. Ja, du bist Servus. Muss mit dir reden, und zwar dringend. Hast doch Zeit. Ja. Also, wenn man einmal von einem wirklichen Freund etwas braucht, muss er Zeit haben. Das sind ernsthafte Dinge, die ich mit dir zu besprechen habe. Komm lieber da ins Atelier. Es sind nämlich Dinge passiert, wo dir hören und sehen von dir wird. Ja. Und vor allen Dingen muss ich dir vieles abbieten. Ich habe dir oft Unrecht getan. Nein, 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 ich weiß. Ich habe dich immer für einen netten, anständigen Kerl gehalten, aber doch warst du in meinen Augen so eine Art Luftikus, weißt du? Ja, verzeih, ich hätte dir sogar einen gewissen Leichtsinn zugetraut. Naja. Also, weißt du... Alles weiß ich. Komm, lass dir erzählen. Setz dich, es wird gut sein, wenn du sitzt, mein lieber, guter Stani. Bist jetzt mein einziger, wirklicher Freund. Der Baldi hingegen ist... Ein feiner Vogel. Warum schämst du dich denn nicht? Also, ich hätte mir das von dir nicht gedacht. Es gehört schon eine Portion Dreistigkeit dazu, seinem besten Freund die Frau wegnehmen zu wollen. Noch dazu, wo es sich um zwei Menschen handelt, die also wirklich wie füreinander geschaffen sind. Ich anerkenne es, wie du für Peter eintrittst. Ich schätze an dir dieses restlose Bekenntnis zum Freund. Du missverstehst mich. Ich verstehe dich nur zu gut. Glaubst du denn, mir fällt es leicht, unserem guten Peter das anzutun? Obwohl du in einem irrst. Diese zwei Leute passen wirklich nicht zusammen. Marianne und Peter sind zwei Welten. Ja, zum Teufel noch einmal, wer redet denn von Peter? Zum Peter passt sie natürlich nicht. Ja, zu wem passt sie denn eigentlich, wenn nicht zu mir? Zu mir? Natürlich. Wenn dir das bis jetzt noch nicht aufgegangen sein sollte, du großer Menschenkenner. Ist das dein Ernst? Das ist mein vollkommener Ernst. Und ich sag dir nur das eine, du wirst auf Marianne verzichten müssen. Verstehst du mich? Du bist ein sonderbarer Kauz. Mit welchem Recht stellst du diese barocke Forderung an mich? Ich liebe Marianne. Ich liebe sie auch. Ja, aber schließlich kann doch Marianne nur eine von uns heiraten, nicht? Und zwar mich. Wir können uns doch das nicht an den Knöpfen abzählen. Eben, eben. Die Entscheidung wird ja doch wohl nur bei Marianne liegen. Na ja, beide, es ist nur das eine. Die Marianne ist so herzensgut, sie wird keinen von uns beiden wehtun wollen. Okay. Begreiflicherweise wird sie die größten Hemmungen haben, demjenigen, den das Nein trifft, es ins Gesicht zu sagen. Ein gänzlich Unparteiischer müsste sie prüfen, wie es um ihr Herz bestellt ist. Ja. In welchem Stück habe ich das mal gesagt? Ah, das war in dem... in dem Dings, da wurde den... wurde den Dings gespielt hat mit dem... Großartig! Das gehört doch gar nicht hierher. Wer kann denn ganz objektiv mit dir reden? Wir sind doch beide Partei. Vielleicht der Peter? Ja. Na, es geht nicht. Na, es geht nicht. Ja, unparteiisch ist er schon, aber... befangen. Aber der Stani... Das ist keine schlechte Idee. Unser Benjamin soll die Sache in die Hand nehmen. Du bist zwar der Jüngste, hast aber den klaren Kopf, also rate mir, was soll ich tun? Ich hab sie natürlich hinausgeschmissen, beide. Was war denn das? Das ist gar nichts, das ist der Wind. Ach Gott, hinausschmeißen ist ja nicht genug, man müsste sie irgendwie abwürgen, müsste man sie, oder. Was sagt denn eigentlich die Marianne dazu? Marianne, wieso? Gar nichts. Ich hab doch keine Ahnung, die ist ja vollkommen unschuldig. Ist doch jemand. Nein, nein, bestimmt nicht. Ah, ein galanter Besuch, was? Ich sag's ja, ist ein leichtsinniger Hund. Aber ein anständiger Kerl. Ja, ich versichere dir, es ist niemand da. Ja, du würdest dich an keine verheiratete Frau ranmachen, weißt du? Na, endlich! So eine Bestie. Du musst dir wirklich Mottenkugeln anschaffen, Stani. Im Ernst, das ist furchtbar bei dir. Servus, Peter.
Hier bist du? Ja, warum denn nicht? Das fragst du noch. Und du? Du Abschaum, du. Aber okay. Versuche nicht, dich zu rechtfertigen, da gibt's keine Entschuldigung. Na, du hast zu viel getrunken. Natürlich. Cognac. Mach keine Witze, sag ich dir. Also bitte, Peter. Wir wollen in Ruhe über das alles sprechen. Ich habe nämlich sehr ernst, mit dir zu reden. Ich weiß, du liebst Marianne. Marianne liebt dich, du willst sie heiraten. Du bittest mich um ihre Hand. Ja, woher weißt du das? Oder hat Marianne schon mit dir gesprochen? Ich? Wieso denn ich? Ich weiß ja selber nichts. Nein, du weißt nichts, du unschuldsvoller Engel, du. Das ist doch... Wer kann denn... Verzeihung. Leugnen wäre zwecklos. Die Situation ist eindeutig. Warum hast du denn keine Krawatte um? Es geht dich nichts an. Es tut mir so leid, Peter. Auch wenn du die Situation bedauerst, kannst du dich nicht reinwaschen. Ich meine, es tut mir so leid, dich in einem solchen Zustand zu sehen. Was warst du für ein sauber, liebenswerter Mensch und was ist aus dir geworden? Ist erschütternd. Wie ein gerades, natürliches Menschenkind... durch den Umgang mit Leuten zweifelhafter Charakters so verderbt worden, verdorbt werden. Verderben kann. Verdorben werden kann. Die Gesellschaft, die du erwählt hast, hat dich vollkommen verpfuscht. Oh, wie richtig. Dass du es nur einsiehst. So, jetzt wird's urgemütlich. Da sind sie ja, die drei Musketiere. Sumpf. Bitte streitet euch um die Beute. Ich gehe. Ach so, der Hut. Ich habe mit euch nichts mehr zu schaffen. Und du, Marianne, lass dir gesagt sein, ich wünsche keine Debatte über den Fall. Die Angelegenheit ist für mich erledigt. Aus. Beendet. Wie ich damit fertig werde, ist meine Sache. Alles Weitere wirst du durch meinen Anwalt erfahren. Was ist denn hier los, Marianne? Ach, gar nichts. Wieso bist du hier? Beim Stani. Der Stani wollte mich heiraten. Der Stani? Aber das ist doch unmöglich. Ja, aber der Peter hat es nicht erlaubt. Es gibt keine Kinder mehr. Das ist wohl der Gipfel. Also bitte, was wollt ihr eigentlich hier? Ihr habt alles nur verdorben. Ausgerechnet dich als angeblich einzigen Objektiven wollten wir bitten. Ist ja alles überholt. Ich bin mir in keiner Weise im Klaren, was jetzt eigentlich geschehen soll. Marianne, also bitte, willst du meine Frau werden? Bitte sag's ganz frei heraus, ja oder nein? Ja, gerne, Stani. Entschuldige, sei nicht voreilig in deinen Schlüssen. Ich wollte dich nämlich gerade in aller Form bitten, mit Peter habe ich ja schon darüber gesprochen, meine Frau zu werden. Baldi, du auch? Der weise Baldi, das ist aber lieb von dir. Wenn du es willst, natürlich heirate ich dich. Und ich war dir nicht einmal wert, dass du mir überhaupt nur eine Antwort auf meine Frage gegeben hättest. Aber Carly, nein, ich will dich nicht kränken. Selbstverständlich heirate ich dich. Das geht doch nicht. Das wäre doch Bigamie. Trigamie wäre. Das wäre sogar Quadrogamie. Du kannst uns doch nicht alle heiraten. Eben. Eure Anträge ehren mich. Ich danke euch. Jeder von euch hat ohne Zweifel seine großen Vorzüge. Aber einen gemeinsamen großen Fehler habt ihr. Nämlich den, dass ich keinen von euch liebe. Sondern? Nur den Peter. Und er liebt mich. Du heiratest also den Peter. Nein, du drückst das ganz falsch aus. Er meint, du kehrst also zu ihm zurück. Am richtigsten formuliert, sie bleibt bei ihm. Ja, ich hatte nie einen anderen Gedanken. Ja, was habe ich mir denn da bloß eingeredet? Peinlich. Peinlich. Das
Das hast du dir aber sehr schlau ausgedacht. Und ich muss sagen, wir sind auch prompt darauf hereingefallen, alle drei. Alle vier? Der Peter doch auch. Und der ist doch schließlich die Hauptperson. Ja. Da bleibt nichts anderes übrig, als mit Haltung zu resignieren. Adieu, Maja. Die Frau. Ja, ja. Schade. Jetzt seid ihr alle böse auf mich. Der Baldi, der Karli, der Stani. Aber überlegt euch doch, was hätte ich denn machen sollen? Hausfreunde haben ist ja was sehr Nettes, besonders wenn sie so reizend sind wie ihr. So alle 14 Tage einmal, nicht? Oder alle 8 Tage, sagen wir. Zum Beispiel jeden Donnerstag. Das stelle ich mir sehr gemütlich vor. Aber halt Tag für Tag, die ganze Woche hindurch, von früh bis abends, das ist ein bisschen viel. Die beste Ehe könnte dabei kaputt gehen. Und das eben habe ich versucht, dem Peter beizubringen. Ja, da hast du mit uns allen nur eine Komödie. Ja. Typisch weiblich. Raffiniert. Immerhin hast du diese Sache mit einem bemerkenswerten Talent ausgeführt. Ja, und mit vollem Erfolg. Und mit vollem Recht, wenn ich es mir überlege. Es gehört ja schon ein guter Magen dazu, es zu ertragen, dass einer von früh bis spät in einer fremden Wohnung das Klavier malträtiert. So, und wenn einer sich das Essen schmecken lässt, während der Hausherr ins Wirtshaus gehen muss, dazu kehrt erst ein guter Morgen. Ja, bitte, streitet euch doch nicht, ne? Ich kann mir bei einiger Überlegung sehr gut vorstellen, wie unausstehlich und aufreizend wir alle drei uns benommen haben. Und ich für meine Person. Ich kann nur um das eine bitten, sei mir nicht böse. Entschuldige, Marianne. Der glückliche Peter. Ich hab genug von allem. Ich schwöre dir, Peter, Marianne ist die einzig richtige Frau für dich. Ha! Du bist ja doch der einzige Mann, der zu dir passt. Für euch beide ist es das einzig Richtige, wenn ihr zusammenbleibt. Du, wenn du nicht aufbaust... Erst wollte mir der Marianne aushelfen, dann will sie jeder selbst heiraten und jetzt auf einmal findet ihr, dass wir großartig zueinander passen. Nun sei doch nicht kindisch und lass uns endlich hinein. Ich denke nicht dran. So kann man doch keine Konversation führen. Ich habe auch gar nicht das Bedürfnis dazu. Kommt hier rüber zu mir. Womit ich den Dialog ein für alle Mal beende. Oh. So, und jetzt lass er mal vernünftig mit dir reden. Das ist Hausfriedensbruch. Sei überzeugt, es ist alles nur zu deinem Besten. Das war doch alles nur eine Komödie von der Marianne. Eine Komödie, die sie aus Liebe zu dir aufgeführt hat. Komödie, Komödie. Komödie hat sie mir vorgespielt, wie ich sie geheiratet habe. Jetzt hat sie ihre wahre Natur entpuppt. Kein Wort, glaube ich ihr mehr. Aber uns musst du glauben, wenn wir... Euch, ausgerechnet euch. Ihr habt mir wenig Grund gegeben, euch zu glauben. Na, aber geschieht mir ganz recht. Entweder Frau oder Freunde, beides lässt sich eben nicht vereinen. Sehr richtig, und das haben wir vier nicht einsehen wollen. Wenn beides haben will, dann verliert man beides. Jetzt habe ich keine Frau und keine Freunde. Ja, Peter, das ist doch gerade der große Irrtum. Oh Gott, wenn ich euch doch schon längst hinausgeschmissen hätte. Aber die Marianne wollte dich doch dazu bewegen. Es ist dir leider nicht geglückt bis heute. Jetzt macht ihr mir noch Vorwürfe, dass ich euch nicht hinausgeschmissen habe. Das ist wirklich grotesk. Aber warum hat Marianne dir denn so zugeredet, dass du dich von uns zurückziehen sollst? Das ist ja gerade das Verlogene an ihr. Einerseits wollte sie euch ins Haus ziehen, um dir und uns eine Freude zu machen. Ja. Eine Taktik war es von ihr. Ich habe sie ja ins Gesicht gesagt. Eine Taktik, um einen Keil zwischen euch und mich zu treiben. Eben. Wieso eben? Das war doch alles nur ein Mittel zum Zweck. So weit wollte sie mich haben, dass ich euch das Haus weise. Nur um mich ganz allein für sie... Na, ja, was anderes wollten wir denn doch gar nicht beweisen. Herrgott, es ist ja, dass wir... Ach, du großer Gott. Das wäre ja wunderbar von ihr. Du hast ein Glück, um das man dich beneiden könnte. Wenn ich in meinem Leben so eine Frau gefunden hätte. Ja, aber jeden Donnerstag dürfen wir herkommen, das hat sie uns erlaubt. Ja, und wo ist sie denn eigentlich? Ich glaube, sie... Soll ich sie mal rufen? Nein, nein, ich gehe schon selber. Jandl? Ja? Herein? Da bin ich habe mich nur umgezogen. Hoffentlich ist es dir so recht. Und du bist wirklich nicht mehr böse? Das Flirten muss sich aufhören, sonst... Ich wollte, dass Ruhe wird im Haus. Und da habe ich ein bisschen nachgeholfen. Danke sehr für den guten Tipp. Ich verspreche dir, ich werde von nun an keine
flirtende, mondäne sein. Aber auch nicht so, nur so wie früher. Ich glaube, wir haben beide viel gelernt in der letzten Zeit. Ich schäme mich. Oh, ist einer der dümmsten. Jetzt weiß ich erst, wie gern ich dich hab. Herrgott, wie sag ich's dir nur, dass du mir glaubst. Jetzt aber hinaus. Wir wollten nur Adieu sagen. Also, am Donnerstag, ja? Diese Woche. Das sagen wir nächste Woche. Na, wisst ihr was? Sagen wir nächsten Monat. Ach, nein, ich sterbe. Also, lebt's wohl, Lausbub. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Also, auf Wiedersehen. Hey, einen Augenblick. Was ist denn? So war doch die alte Sitte, nicht? Ja, aber du, der Pankratz und die Clotilde, was sollen sich denn die denken? Dass ich glücklich bin. Zweitens? Nur zweitens ist doch sehr lustig, wenn ich dich Ihnen aus heiterem Himmel als meine Frau vorstelle, ne? Hoffentlich. Was, das ganze Haus bewohnst du? Nein, nur den ersten Stock. Ach so, na Gott sei Dank, den alleine die das nicht bewältigen können. Was? Na, was meinst du, was so ein ganzes Haus für eine Arbeit gibt? Aber dafür hast du doch Pankratz und Clotilde, die Perle. Richtig gehend verheiratet, gnädiger Herr. Hast du was dagegen? Das will ich mir nie erlauben, aber... Also mit ein bisschen gegenseitigem Verständnis werden wir euch ganz gut vertragen. Bitte nur einzutreten. Einen Moment noch, bitte. Trag die Koffer noch voran. Verzeihung. Na, geh doch hinein, Jandl. Jetzt musst du mich doch über die Schwelle. Aber Kindskopf, solchen Aberglauben haben wir doch hier ein wenig. Was würde denn Clotilde und Pankratz dazu sagen? So. Hier hast du die berühmte Clotilde. Na, wir werden uns schon recht gut vertragen, Clotilde. Na, ich freue mich, dass alles beim Alten ist. Auch die Tür quietscht noch, wie immer. So, und jetzt wirst du vor allen Dingen eine Führung durch die Gemächer über dich erklären lassen müssen. Ich glaub's noch immer nicht. Alles ist ein Traum, ein Albdruck, Hirngespinste. Fassen Sie sich, Pankratz. Fragen Sie Ihrer Gnädigen die Koffer nach. Meine Gnädige ist genauso gut Ihre Gnädige. Meine nicht. Ich bleibe keine Stunde länger hier. Ich arbeite prinzipiell nur in einem frauenlosen Haushalt. Das hier ist das Salon, in dem wir auch speisen. Also darüber wäre eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Ja, außer, dass der Henkel hier von der japanischen Vase etwas lediert ist, aber das macht ja weiter nichts. Na, der Beste. Das ist angeblich ein Schieler, zumindest Karli behauptet es. Versteht ihr was davon? Nicht das Geringste. Na, no, das ist hier der Wintergarten. Märchenhaft, was? Dass sowas gibt. Stopptropfen. Aber. Ja? Na, und jetzt kommen wir in die Bibliothek. Anbrennen. Ist doch eine Überraschung für den Peter. Seine Leibspeise, die ich ihm auf die Reise mitnimmt. Aber Jandl, wo bleibst du denn? Der Fotograf ist schon ganz nervös. Was treibst du denn da so wichtig? Du, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir richten gerade alles zusammen für die Reise. Na, okay, wir haben doch den Speisefahrer, gell? Was ist denn da drunter? Hier ist das Vanillekipfel. Na schau, es soll so eine Überraschung sein für die Fahrt. Ja, wie süß, Jandl. Herrlich sind die. Kannst du denn überhaupt noch was essen? Wir haben erst ein Riesenmenü hinter uns. Ich kann auch nicht mehr. Ach, da seid ihr. Kommt doch herauf. Oben steht alles in einer malerischen Gruppe und wartet auf euch. Aber ich bin ja eh schon fertig. So, kost einmal. Himmlisch in die Kipfel. Wunderbar. Ich habe wirklich sehr gut gemacht. Schlägt nicht immer den Kochlöffel ab. Wie oft soll ich das noch sagen? Kinder, ich hab's nicht mehr viel Zeit. Der Zug geht ja schon bald. Aber wir sind ja eh schon fertig. Gepackt ist alles, umgezogen sind wir auch. Also hält's uns doch nicht. Um Gottes Willen. Wirklich schon die höchste Zeit. Ja? Also, Kinder, lebt's wohl alle.
Wein nicht, Resi. Sonst heule ich gleich mit. Freu dich doch mit mir. Na eben, ist doch kein so großes Unglück, wenn man mich heiratet. Mein Gott, wäre ich gern dabei, wenn der gnädige Herr das gnädige Fräulein über die Türschwelle tragt. Süß. Kennst du nicht diese alte Sitte? Was soll denn mit den gedupften Kleidchen? Ja, richtig. Das schickst man nach. Die Adresse hast du ja. Wirst mir gleich telegrafieren aus Wien, ja? Natürlich, Pap. Sofort telegrafiere ich. Ja, aber was ich noch hab sagen wollen, ja, Ihnen oder vielmehr dir, wollte ich noch alles Gute und pass mir gut auf die Handel. Machen Sie ihn. Mach dir keine Sorgen, Vater Beierle. Und auch von Herzen alles Gute. So, jetzt müssen wir aber gehen. Ja, also los. Gern werde ich mit an die Bahn fahren. Du kannst doch die Gäste nicht allein lassen. Also, lebt's wohl und seid brav. Macht's mir keine Schande. Und dass wir nur nichts vergessen. Ich könnte mir die Nasen abreißen, dass ich die Backerln ablegen lassen. Aber geht das doch kein Malheur? Was ist denn der Speisewagen da? Also, Kartoffelsuppe, Fischsalat. Verzeihung, dann ist hier ein Platz frei. Bitte. Wann kommen wir in Wien an? Na, morgen früh gegen 9. Verzeihung, ist der Platz frei oder der? Beide. Brauchen wir einen. Zu trinken, bitte. Ja, also zweimal Menü und eine kleine fürs Lauer, zwei Gläser. Bitteschön. Ja, bitte für mich auch. Ein Menü und ein Glas. Auf welchem Bahnhof kommen wir an? Auf dem Westbahnhof. Auf dem Westbahnhof? Ja, das habe ich ja gesagt. Ja, das haben Sie gesagt, aber hat Sie niemand gefragt? Okay. Danke. Erwartet uns jemand auf dem Bahnhof? Uns? Wieso denn? Na, ich meine nur so, ich habe gedacht, deine Freunde vielleicht? Wieso, meine Freunde? Nun, hörst du nur deine drei Freunde, von denen du mir so viel erzählt hast. Der Karli und der Baldi und der wie heißt der dritte? Na, Stani. Aber weißt du, dass die dir zur Hochzeit nicht telegrafiert haben, wo du doch so gut mit ihnen bist? Na, also so gut. Na, also, du hast mir doch erzählt, dass ihr unzertrennlich seid. Das. Hm? Ach du, gib mir das Salz, bitte, ja? Danke. So, also ihr seid gar nicht so gut miteinander? Oh ja, aber. Aber? Dürfte ich auch um das Salz bitten. Bitte sehr. Dankeschön. Ja, schmeckt's dir, Jandl? Und der Baldi, das ist der Schauspieler. Baldwin Rittner, von dem musst du doch schon gehört haben. Mhm. Ja, ja. Und der Stani, was macht der? Der Stani, der malt, Bildhauer, spielt Klavier zum Vergnügen, zu seinem. Und der Dritte? Also, dürfte ich Sie um einen Zahnstocher bitten? Bitte sehr. Schon nach der Suppe? Ja, nämlich in der Suppe ist ja irgendein Platzen oder sowas. So. Ja. Und der Dritte? Der Dritte? Ach, der Dritte! Ja, sag mal, was interessiert dich das eigentlich so? Na so halt. Naja, der Dritte ist der Karli, der Fabrikant. Strohhüte macht er, aber sein sehnlichster Wunsch war immer, Schauspieler zu werden. Aber? Na, hat sicher gar kein Talent und dann hat so einen Mund, weißt du, so wie ein Bulli. Hm. Und alle drei sind ledig? Aha, leidenschaftliche Junggesellen. Na, und was sagen Sie dazu, dass du gegen Ihre Überzeugung geheiratet hast? Gar nichts. Ich wollte gar nichts davon wissen. Und du hast sie ihnen verheimlicht? Na, geheimlicht. Keine Gelegenheit gehabt, sie ihnen zu sagen. Ach so? Also schau, Jan, mach dir doch keine Sorgen darüber. Erstens ist...
Herr, dass unser hochgeschätzter Disco-Peter Adenauer zum ersten Mal in unsere Stadt kam und bei der Probenarbeit und der Erstaufführung dann seinem Stück Liebe, Lust und Leid beizuwohnen. Wer hätte damals geahnt, dass es gerade ein Kind unserer geliebten Stadt, die Tochter unseres geschätzten Mitbürgers Dr. Bayerle sein wird, wie das Herz und den Sinn eines Künstlers flammt. Bitte mehr war nichts. Nicht umzunehmen, so die Wahl des Gottfinger, welche Freude. Ja, ohne Brautpaar hat doch das Hochzeitsfoto gar keinen Sinn. Wo ist denn das geschätzte Brautpaar? Marianne? Marianne! Danke! Der Herr Gemäu von gnädigen Fräulein ruft. Bin gleich oben, Peter! Ach, da bist du! Mein Gott, bist du dumm! Das gnädige Fräulein ist doch seit 2,5 Stunden Frau Bayerle. Ah, Adenauer. Ich gebe das Koffer leer. Und dann schauen die Röhren, dass die Vanillekipferl nicht. Hier der offizielle Repräsentationsraum, da empfange ich die Abordnung meiner dankbaren Leser. Aha, aha. Das ist keine Kleinigkeit zum Abstauben. Hallo? Was ist denn? Eine Motte. Aua. Spielst du Klavier? Nein, ich nicht, aber der Stani, leider. Ist der Schauspieler? Nein, mein Kind, der Schauspieler ist der Baldi. Der Stani ist unser Benjamin, weißt du, der alles kann, zumindest behauptet er es. Das hätte ich mir eigentlich nicht gedacht, dass man so viele alte Bücher braucht, um ein neues zu schreiben. Viele Bücher? Ach, das gar nichts. Da schau her. Und da sitzt ihr alle vier immer beisammen. Ja, 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 manchmal, freilich. Ja, und jetzt zeige ich dir das Allerheiligste. So, und jetzt an die Arbeit. Auspacken, herrichten, einräumen, alles in Ordnung bringen. Was fällt dir denn ein? Das werden Pankratz und Gertilde besorgen. Jetzt muss ich dir doch erst noch die Küche zeigen. Ja, bitte. Na, gefällt sie dir? Herrlich, herrlich! Für Gas? Keine Ahnung. Für Gas und Koks. Sehr schön, schön alles, sehr schön. Aber Eierspeis geht schlecht weg. Nicht? Na, Clotilde. Wir werden schon miteinander ein bisschen Ordnung hier hereinbekommen. Miteinander wohl kaum. Pankratz. Sind das nicht... Was ist denn da unten? Gnädige Frau, wir haben selber kochen. In einer solchen Küche, das wird das reinste Vergnügen sein. Dann kühn. Eine Schande ist es nicht. Das sind Whiskygläser, weißt du? Ach so? Ja, sowas haben wir nicht bei uns im Hotel. Das sind Cognac-Gläser. Was, so viel Cognac trinkt ihr? Aber Kind, du musst ja nicht voll gießen, nur bis daher. Nur bis daher? Na, warum nimmt man dann so große Gläser? Ja, das sind so die unwägbaren Dinge im Leben, gnädige Frau. Zum Beispiel Bier aus Kaffeetassen würde Ihnen gewiss auch nicht schmecken. Warum nicht, wenn man Durst hat? Naja, in Ausnahmefällen schon, aber man tut es doch im Allgemeinen nicht. Jedenfalls nicht in der Großstadt. Mein Gott, draußen auf dem Land, da wird es ja vielleicht auch Leute geben, die zum Beispiel, sagen wir, am Sonntag Lackschuhe tragen. Aber in Wien würden sie doch bestimmt keine Lackschuhe anziehen. Warum nicht? Naja, weil man das eben nicht trägt. Kinder, opponiert doch nur aus Hetz, die Marianne. Fallt ja doch nicht herein. Sie besitzt überhaupt gar keine Lackschuhe. Sag mal, Peter, wie weit bist du denn mit deinem neuen Stück? Hm? Wann willst du denn das vorlesen? Wir müssen uns dann doch wieder zusammensetzen und mal Szene für Szene genau durchsprechen. Oder... brauchst als Ehemann keine Hilfe mehr. Aber um Gottes Willen, es soll sich doch gar nichts ändern. Natürlich will ich es euch vorlesen. Wir wollen uns in keiner Weise aufdrängen. Aber dich brauche ich doch dringend. Ohne deinen Segen gebe ich dem Verleger doch gar nicht in die Hand. Eine Zigarette, bitte.
Danke vielmals. Bitte? Ja, bitte nach Ihnen, Gnädige. Nein, bitte, erster Gast. Aber Gnädige, wieso denn? Ich bitte Sie. Danke vielmals. Ihr Kinder, seid mir nicht böse, aber ich muss gehen. Ein Jünger Talliens erwartet mich. Ja, mein Gott, ich muss ja auch noch einen Sprung ins Büro machen. Es hat mich jedenfalls sehr gefreut, Sie alle kennenzulernen. Ganz meinerseits. Na ja, da gehe ich halt auch. Ja, wenn ihr alle geht, dann gehe ich auch. Nein, bleib du nur. Du wirst ja zu Hause sicherlich noch zu tun haben. Nein, ich muss ohnehin notwendig in die Stadt Steuerberater und derlei lustige Sachen. Also, servus. Vielleicht treffen wir uns nachmittags bei Baldi. Dort lese ich euch dann meine Arbeit vor, soweit ich halt gekommen bin. Habt ihr Zeit? Ja, heute ging's. Ja, ich könnte mich schon frei machen. Ja, ich müsste ja eigentlich einen Sprung ins Büro machen, aber na, das ist ja nicht so wichtig. Na, also gut, dann gehen wir. Ja, also mittags bin ich nicht da. Aber abends? Was, abends? Ja, ja, natürlich, freilich, ja. Peter, schön ist schön, man kann nur froh sein, wenn die Sache gut ausgeht. Ja, ich fasse es nur nicht, dass ein Mensch... Aber Stani, der Peter wartet doch. Sie wird halt Kommissionen haben. Lassen wir zwei, es uns eben gut schmecken. Das schmeckt ein bisschen merkwürdig, ne? Na, es geht. Aha! Ja? Hallo? Peter? Ja, sei nicht böse, ich bin hier am Kahlenberg. Ich habe im Sacher den Karli getroffen und bin mit ihm heraufgefahren. Die Aussicht ist herrlich heute. Was, mit wem bist du jetzt am Kahlenberg? Mit dem Karli. So, einen Augenblick. Du, ich glaube, da stimmt was nicht. Sie behauptet, mit dir am Kahlenberg zu sein. Ich schwöre dir, ich bin nicht dumm. Nicht? Hallo? Naja, also dazu hätte ich zu sagen, dass der Karli hier bei mir ist und sich dein Mittagessen gut schmecken lässt. Ach so. Na, dann ist es halt ein anderer. Ich bring deine Freunde ja immer durcheinander. Der junge Hübsche ist es. Jung und hübsch, da schau her. Na, dann ist es wahrscheinlich der Stani. So. Ja, natürlich, glänzende Idee. Bah. Na, ich muss sagen, meine Jandl macht sich. Geht zur Sache, liniert mit dem Stani am Kahlenberg, nur so weiter, nur so weiter. Nur so weiter, nur so. Sie sollte doch um 1 Uhr da sein. Und wenn sie sagt, um 1 Uhr ist sie da, dann muss sie eben um 1 Uhr da sein. Aber lass sie doch. Krieg da rum mit dem Stani, mit dem leichtsinnigen Vogel. Ich wundere mich nicht über dich, dass du das so ruhig... Du strahlst ja förmlich vor lauter Freude. Ja, aber warum denn nicht? Du kennst doch diesen Windhund, diesen Stani. Ach, eifersüchtig soll ich sein auf dem Stani. Da kannst du ganz beruhigt sein bei der Jandl. Also da lege ich meine Hand ins Feuer. Wir müssen jetzt öfter zusammenkommen, ja? Furchtbar gern. Kommen Sie doch heute Abend zu uns. Ja, natürlich, mit dem größten Vergnügen. Nur, kommen die anderen auch? Nur Sie. Ihr gemeinen Schuften, das war ja eine abgekartete Sache. Mir ist es schon so merkwürdig vorgekommen, wie Frau Marianne mich angerufen hat, ich solle dringend einen Sprung heraufkommen. Ich habe geglaubt, zu einem ernsten Gespräch unter vier Augen gerufen zu werden. Nun diese Überraschung. Herrschaft, bringt Zeit weg. Ist ein feiner Tag. Der Stani sitzt nicht da wie ein Chineser. Hm? So gemütlich wie heute war ich schon lange nicht. Ach, du nicht so ein langes Gesicht. Aber Stani, was ist Ihnen denn über die Leben gelaufen? Ach, gar nichts. Ich bin in einer Stimmung, wo ich den Kutscherhumor von dem Karl eben nicht vertragen kann. Wie schaut's dem Burm an? Wie kann man denn gleich so angerührt sein? Der Kerl fängt zum Stänkern an. Ach, Stänkern, wer stänkert denn schon? Ich hab doch kein Wort gesagt, ne? Also bitte, Stani. Nein, deine Frau? So was Bezauberndes? Also ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie dieselbe verneut ist. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass wir... Ich gehe einen Tee bestellen, wa? Danke, mir keinen. Nein, mir auch nicht. Nein, danke, jetzt nicht. Ja, was wollt ihr denn? Ja, ein Cognac natürlich. Wer trinkt denn jetzt schon Tee? Du auch? Cognac? Aber nein, Peter. Also, walte deines Amtes, Hausfrau. Ja, das ist aber entzückend. Eine Zitrone, Bier. Was ist das? Ja, zum Mixen. Zu was gehört das?
zum Mischen von Schnäpsen, weißt du? Ah ja, das habe ich im Kino gesehen, ja? Ach, das ist aber interessant. Gnädigste, war noch nie in einer Bar? Nein, war ich noch nicht. Warum, ist das eine Schande? Oh, eine Schande ist es nicht. Das sind Whiskygläser, weißt du? Ach so? Ja, sowas haben wir nicht bei uns im Hotel. Das sind Cognac-Gläser. War so viel Cognac, denkt ihr? Aber Kind, du musst ja nicht voll gießen, nur bis daher. Nur bis daher? Na, warum nimmt man dann so große Gläser? Ja, das sind so die unwägbaren Dinge im Leben, gnädige Frau. Zum Beispiel Bier aus Kaffeetassen würde Ihnen gewiss auch nicht schmecken. Warum nicht, wenn man Durst hat? Naja, in Ausnahmefällen schon, aber man tut es doch im Allgemeinen nicht. Jedenfalls nicht in der Großstadt. Mein Gott, draußen auf dem Land wird es ja vielleicht auch Leute geben, die zum Beispiel, sagen wir, am Sonntag Lackschuhe tragen. Aber in Wien würden sie doch bestimmt keine Lackschuhe anziehen. Warum nicht? Naja, weil man das eben nicht trägt. Kinder, opponiert doch nur aus Hetz, die Marianne. Fallt ja doch nicht herein. Sie besitzt überhaupt gar keine Lackschuhe. Sag mal, Peter, wie weit bist du denn mit deinem neuen Stück? Hm? Wann willst du denn das vorlesen? Wir müssen uns dann doch wieder zusammensetzen und mal Szene für Szene genau durchsprechen. Oder brauchst du als Ehemann keine Hilfe mehr? Aber um Gottes Willen, es soll sich doch gar nichts ändern. Natürlich will ich es euch vorlesen. Wir wollen uns in keiner Weise aufdrängen. Oh, aber dich brauche ich doch dringend. Ohne deinen Segen gebe ich dem Verleger doch gar nicht in die Hand. Eine Zigarette, bitte. Danke vielmals. Bitte? Ja, bitte nach Ihnen, Gnädige. Nein, bitte, erster Gast. Aber Gnädige, wieso denn? Ich bitte Sie. Danke vielmals. Ihr Kinder, seid mir nicht böse, aber ich muss gehen. Ein jünger Talliens erwartet mich. Ja, mein Gott, ich muss ja auch noch einen Sprung ins Büro machen. Es hat mich jedenfalls sehr gefreut, Sie alle kennenzulernen. Ganz meinerseits. Na ja, da gehe ich halt auch. Ja, wenn ihr alle geht, dann gehe ich auch. Nein, bleib du nur. Du wirst ja zu Hause sicherlich noch zu tun haben. Nein, ich muss ohnehin Not. Ich bin's. Ach, du bist, ich dachte, Pankratz. Weil du geklopft hast. Ist dir nicht lustig, was? Na also, da hast du die drei. Carly, Baldi, Stani, meine drei Freunde, von denen ich dir schon so viel erzählt habe. Freut mich sehr. Das. Freut mich sehr. Danke. Freut mich sehr. Naja, also setzt euch doch, steht doch nicht darum wie die Pagoden. Bitte. Da setz dich doch hin. Ja, bitte. Ich geh einen Tee bestellen, wa? Danke, mir keinen. Nein, mir auch nicht. Nein, danke, jetzt nicht. Ja, was wollt ihr denn? Ja, einen Cognac natürlich. Wer trinkt denn jetzt schon Tee? Du auch? Cognac? Aber nein, Peter. Also, walte deines Amtes, Hausfrau. Ja, das ist aber entzückend. Eine Zitrone, Bier. Was ist das? Ja, zum Mixen. Zu was gehört das? Zum Mischen von Schnäpsen, weißt du? Ah ja, das habe ich im Kino gesehen, ja. Ach, das ist aber interessant. Gnädigste, war noch nie in einer Bar? Nein, war ich noch nicht. Warum, ist das eine Schande? Oh, eine Schande ist es nicht. Das sind Whiskygläser, weißt du? Ach so? Ja, sowas haben wir nicht bei uns im Hotel. Das sind Cognac-Gläser. War so viel Cognac, denkt ihr? Aber Kind, du musst ja nicht voll gießen, nur bis daher. Nur bis daher? Na, warum nimmt man dann so große Gläser? Ja, das sind so die unwägbaren Dinge im Leben, gnädige Frau. Zum Beispiel Bier aus Kaffeetassen würde Ihnen gewiss auch nicht schmecken. Warum nicht, wenn man Durst hat? Naja, in Ausnahmefällen schon, aber man tut es doch im Allgemeinen nicht. Jedenfalls nicht in der Großstadt. Mein Gott, draußen auf dem Land wird es ja vielleicht auch Leute geben, die zum Beispiel, sagen wir, am Sonntag Lackschuhe tragen. Aber in Wien würden sie doch bestimmt keine Lackschuhe anziehen. Warum nicht?
Naja, weil man das eben nicht trägt. Kinder, opponiert doch nur aus Hetz, die Marianne. Fallt ja doch nicht herein. Sie besitzt überhaupt gar keine Lackschuhe. Sag mal, Peter, wie weit bist du denn mit deinem neuen Stück? Hm? Wann willst du denn das vorlesen? Wir müssen uns dann doch wieder zusammensetzen, weil es... Du spürst. Wem? Die Schwingungen. Natürlich. Oh. Nur eines macht mir bang, Amelie. Ihr Gatte ist mein bester Freund. Das ist unheimlich. Was, da bist du im Schlafzimmer? Es sind ja alle Zimmer besetzt. Die Wohnung ist halt so klein für so viele Personen. Ja, aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Bist du schlecht aufgelegt? Aber gar nicht, im Gegenteil. So ist was los bei uns. Die Abwechslung ist gesorgt. Die drei, die fühlen sich wohl bei uns. Rühren. Jetzt ist mir aber zu bunt. Ruhe! Man wird ja wahnsinnig in dem Haus. Das sind doch deine Freunde, du kannst dich doch nicht so... Ja, was ist denn? Es ist serviert, bitte. Ach, das ist gescheit, ich habe einen Appetit. So ist es recht. Gleich kann's losgehen. Ich muss mich nur noch schön machen. Unsere Gäste. Aber wie großartig die sind. Ich habe sie neulich kennengelernt bei einem Apresso Bills. Wir sind dann zusammen nochmal gegangen. Da hat sie mir also ein Stückchen vorgetragen. Ihr Lachs. Naturschnitzel mit mitgebratenen. Ja, ich bitte. Ah. Kalbsgulasch mit Nockerl. Ja, das bin ich. Spinat mit Spiegelei. Ja, ich. Geröstete Leber mit Erdäpfel. Daher. Hallo. Na, und ich? Ja, der gnädige Herr, ja. Ja, ich weiß nicht, man hat mir nichts gesagt. Um Gottes Willen, du hättest ja ein Reisfleisch kriegen sollen. Und in dem Wirbel habe ich ganz vergessen, es zu bestellen. Ja, das ist mir schrecklich leid. Bitte. Aber Nockerl kann ich ja abtreten. Wir sind sowieso zu viel. Danke. Mit Nockerl kannst du mich jagen. Also ich meine, etwas muss ich doch essen, das ist doch wirklich... Ja, dass mir das passiert, was machen wir denn jetzt? Na, geh doch in ein Wirtshaus, ist doch nichts dabei, ne? Das geht doch nicht. Gib dir natürlich mein Essen. Nein, ich verzichte, danke. Gleich an der Ecke drüben beim anderen isst man sehr gut. Der gnädige Herr braucht nur zu sagen, dass der gnädige Herr von mir geschickt werden. Die haben mir Nockerl angetragen. Aber wenn er es nicht haben will, der verwöhnte Herr, soll er wirklich ins Wirtshaus gehen, ne? Kann er sich wenigstens aussuchen. Ja. Ihr seid so gemein. Jandl, was ist denn? Jandl, bleib doch da, Jandl! Hm. Gut ist das. Rühren wir Jandl wieder. Nicht so schön, dass du dir jede Nacht 1000 Lockenwickel eindrehen musst. Das ist ja auch unmöglich. Wie kann man sich nur solche Sachen ansehen? Ah! Was heißt das? Ich hab gedacht, du willst mir auch in den Hals schauen. Ich bin jetzt wirklich nicht zu Witzen aufgelegt. Du hast auch gar keinen Grund, so lustig zu sein. Ich kann es mir einfach nicht leisten, eine Frau zu haben, der man schon auf 1000 Schritt die Provinz dran ansieht. Mich gerade zu lächerlich macht. Ich brauche eine mondäne, schicke Frau. Schließlich bin ich doch jemand, nicht? Meine Frau, die muss sich den besseren Kreisen zeigen. Die muss vormittags zur Sache gehen, auf einen Wermut. Mittags mit einem meiner Freunde dinieren, abends eine Gesellschaft geben. Oder in eine Gesellschaft gehen. Ich meine, dass du in der Wirtschaft tüchtig bist, das ist ja schön und gut, aber da hätte ich dir gerade so gut als Wirtschafterin engagieren können, nicht? Ja, warum hast du mich denn dann geheiratet? Na, also bitte komm mir nicht mit solchen Sachen, ja? Ich mach dir ja keine Vorwürfe. Stelle nur fest. Also schau, Marianne. Zu Hause bei dir in deinem Milieu, da warst du großartig, hundertprozentig. Es ist vielleicht mein Fehler, dass ich nicht daran gedacht habe, es könnte eine Verpflanzung in ein anderes Milieu eine Art Experiment sein. So ein Experiment? Ein Experiment, das dir daneben gegangen ist? Also hör mich an, Marianne. Marianne, mir wird schon ganz schlecht. Wenn du Marianne sagst. Du sollst mich anhören. Nein, ich will nicht. Das interessiert mich auch gar nicht. Milieu hin, Milieu her. Schreib das in deine Theaterstücke. Was soll ich damit anfangen? Dadurch wird ja nichts besser. Außerdem sagst du nur das nach, was dir deine lieben Freunde vorbeten. Die lass gefälligst aus dem Spiel.
Ich habe dir auch nie deine Leute vorgeworfen, obwohl ich einen Grund dazu gehabt hätte. Also das ist die Höhe! Also wir wollen doch ruhig und sachlich bleiben. Ich erkläre dir. Ich habe genug von deinen Erklärungen. Hetze dir auch für Leute aus deinem Milieu. Bitte? Wie du willst. Gute Nacht. Ich habe gute Nacht gesagt. Ihr ärgert euch ja nur, weil ich euch nicht um Erlaubnis gefragt habe. Ihr ahnt ja gar nicht, was die Jandl für Qualitäten hat. So genau wollen wir es auch gar nicht wissen. Ich brauche eine Frau, die was von der Wirtschaft versteht. Eine hausfrauliche, eine Köchin. Ich meine, eine Frau, die was vom Kochen versteht, die mein Haus in Ordnung hält. Naja, also Kinderstube hat sie zweifellos. Sie klopft sogar an, wenn sie zu ihrem Herrn Gemahl ins Zimmer tritt. Ja, sie steht auch auf, wenn sie einem Herrn die Hand reicht. Das ist ja immerhin anerkennenswert, dass ihr wenigstens eine Bar vom Kino her kennt. Also bitte, wenn es euch geniert, ihr müsst ja nicht mehr zu mir kommen. Ja, darauf wird es ohne dies hinauslaufen. Du hast es dir eben anscheinend gar nicht überlegt, als du dich verheiratet hast. Entweder Frau oder Freunde. Ja, aber wieso denn? Das ist doch einfach lachhaft. Das ist leider nicht lachhaft, das ist sehr traurig, aber wahr. Du hast von nun an ganz andere Pflichten. Als Ehemann hast du nur deiner Frau zu leben, alles andere ist vorbei. Tja, da gibt's nichts anderes als resignieren. Es ist selbstverständlich, dass wir uns in Zukunft tunlichst von dir zurückziehen werden. So ist es. Darum geh du ruhig zu deiner Jandl. Und wir gehen unseren Schmerz ersäufen. Ihr seid ihr denn ganz sogar von Gott verlassen? Was für eine Vorstellung habt ihr denn von einer Ehe? Gar nichts ändert sich. Das werdet ihr gleich sehen. Wo gehen wir hin? Ja, wir gehen in die Tivoli-Bar. Bitte sehr, Tivoli-Bar. Wohin ihr wollt. Wie eh und je. Was glaubt ihr überhaupt von einer Ehe? Wie stellt ihr euch das vor? Es kommt doch immer nur auf den Mann an. Ich werde mir die Jandl schon zurechtbiegen für unsere Freundschaft. Zum Beispiel, wenn wir dann später nach Hause kommen, wird sie sich eben gewöhnen müssen. Du schläfst ja nicht. Nein. Warum denn nicht? Warum soll ich schlafen, wenn du arbeitest? Ich habe nicht gearbeitet. Ich war mit meinen Freunden in der Tivoli-Bar. Die Frisur einfach, schlicht wie gehabt. Im Gegenteil. Schick, elegant. Möchtest du was sagen? Extravagant? Ja. Ja, ist das wirklich Ihr Ernst, gnädige Frau? Ja, ich möchte eine ganz einfache, biedere, hausbackene Rolle. Ja,
jetzt zeigen Sie mir einmal etwas wirklich Modernes. Der ist wohl auch zu wenig auffallend. Nein, der kommt nicht in Frage. Nein, der ist ja viel zu einfach. Wieder vielleicht, gnädige Frau, bitte. Nein, der ist viel zu verrückt. Der kommt nicht in Frage. Ich möchte einen ganz gewöhnlichen, einfachen, völlig anspruchslosen Deckel. Was könnte man da, das, ich sehe sie in Dur, gnädige Frau, in Dur, dem Halse zu mir in Moll, also Satin Moiré, Flaschengrün, hier oben mehr Tabakbraun, Mauve. Guten Tag, gnädige Frau. Oh, Verzeihung, mein Mauve. Du siehst ja entzückend aus, mein Schatz. Sei nicht böse, ich will dich hier nicht stören. Ich wollte dich im Vorübergehen nur fragen, um wie viel Uhr du ungefähr zu Tisch kommen wirst, weil ich muss nämlich noch zur Wäscherin und zum Fleischhacker und in den Sparverein und möchte doch rechtzeitig zu Hause sein, damit ich die Erdäpfelknödel noch fertig machen kann. Ich werde sehr pünktlich sein. Der Taxichauffeur bekommt 12 Mark 50. Geben Sie ihm 15 Mark. Wo ist mein Mann? Mein Mann, der gnädige Herr, hat eine kleine Arbeitspause eingeschaltet. Er ist im Salon. Grüß dich, Liebling. Hast du was gesagt? Ach so, wenn ich ein neues Kleid anhab. Aber du hast ja gesagt, ich soll mir ein paar neue Kleider kaufen. Großartig schaust du aus, Jandl. Ja, aber sag doch nicht Jandl zu mir, mein Gott. Ach, das schau hier auf einmal. Ja, wie soll ich denn sagen? Na, sag schlicht und einfach Jane. Der Stani, das ist doch unmöglich. Ja, aber der Peter hat's nicht erlaubt. Es gibt keine Kinder mehr. Das ist wohl der Gipfel. Also bitte, was wollt ihr eigentlich hier? Ihr habt alles nur verdorben. Ausgerechnet dich als angeblich einzigen Objektiven wollten wir bitten. Ist ja alles überholt. Ich bin mir in keiner Weise im Klaren, was jetzt eigentlich geschehen soll. Marianne. Also bitte, willst du meine Frau werden? Bitte sag's ganz frei heraus, ja oder nein? Ja, gerne, Stanley. Entschuldige, sei nicht voreilig in deinen Schlüssen. Ich wollte dich nämlich gerade in aller Form bitten. Mit Peter habe ich ja schon darüber gesprochen, meine Frau zu werden. Baldi, du auch? Der weise Baldi, das ist aber lieb von dir. Wenn du es willst, natürlich heirate ich dich. Und ich war dir nicht einmal wert, dass du mir überhaupt nur eine Antwort auf meine Frage gegeben hättest. Aber Carly, nein, ich will dich nicht kränken. Selbstverständlich heirate ich dich. Das geht doch nicht, das wäre doch Bigamie. Trigamie wäre. Das wäre sogar Quadrogamie. Du kannst uns doch nicht alle heiraten. Eben. Eure Anträge ehren mich. Ich danke euch. Jeder von euch hat ohne Zweifel seine großen Vorzüge. Aber einen gemeinsamen großen Fehler habt ihr. Nämlich den, dass ich keinen von euch liebe. Sondern? Nur den Peter. Und er liebt mich. Du heiratest also den Peter. Nein, du drückst das ganz falsch aus. Er meint, du kehrst also zu ihm zurück. Am richtigsten formuliert, sie bleibt bei ihm. Ja, ich hatte nie einen anderen Gedanken. Ja, was habe ich mir denn da bloß eingeredet? Peinlich. Peinlich. Das hast du dir aber sehr schlau ausgedacht. Und ich muss sagen, wir sind auch prompt darauf hereingefallen, alle drei. Alle vier? Der Peter doch auch. Und der ist doch schließlich die Hauptperson. Tja, da bleibt nichts anderes übrig, als mit Haltung zu resignieren. Adieu, Maja. Liebe Frau. Ja, ja. Schade. Jetzt seid ihr alle böse auf mich. Der Baldi,
der Karli, der Stani. Aber überlegt euch doch, was hätte ich denn machen sollen? Hausfreunde haben ist ja was sehr Nettes, besonders wenn sie so reizend sind wie ihr. So alle 14 Tage einmal, nicht? Oder alle 8 Tage, sagen wir. Zum Beispiel jeden Donnerstag. Das stelle ich mir sehr gemütlich vor. Aber halt Tag für Tag, die ganze Woche hindurch, von früh bis abends, das ist ein bisschen nicht. Die beste Ehe könnte dabei kaputt gehen. Und das eben habe ich versucht, dem Peter beizubringen. Müssen wir aber gehen. Ja, also los. Und gern wäre ich mit an die Bahn gefahren. Du kannst doch die Gäste nicht allein lassen. Also, lebt's wohl und seid brav, macht's mir keine Schand. Und dass wir nur nichts vergessen. Also, weißt, ich könnte mir die Nasen abreißen, dass ich die Backerln ablegen lassen. Aber geht das doch kein Malheur? Was ist an der Speisewand da? So, also, Kartoffelsuppe, Fischsalat. Verzeihung, ich ziehe einen Platz frei. Bitte, bitte. Wann kommen wir in Wien an? Na, morgen früh gegen 9. Verzeihung, ist der Platz frei oder der? Beide. Brauchen wir einen. Zu trinken bitte? Ja, also zweimal Menü und eine kleine fürs Lauer und zwei Gläser. Bitte schön. Ja, bitte für mich auch. Ein Menü und ein Glas. Auf welchem Bahnhof kommen wir an? Auf dem Westbahnhof. Auf dem Westbahnhof? Ja, das habe ich ja gesagt. Ja, das haben Sie gesagt, aber hat Sie niemand gefragt? Okay. Danke. Erwartet uns jemand auf dem Bahnhof? Uns? Wieso denn? Na, ich meine nur so, ich habe gedacht, deine Freunde vielleicht? Wieso, meine Freunde? Nun, hörst du nur deine drei Freunde, von denen du mir so viel erzählt hast. Der Karli und der Baldi und der wie heißt der dritte? Na, Stani. Aber weißt du, dass die dir zur Hochzeit nicht telegrafiert haben, wo du doch so gut mit ihnen bist? Na, also so gut. Na, hörst du, du hast mir doch erzählt, dass ihr unzertrennlich seid. Hm? Das... Ach du, gib mir das Salz, bitte, ja? Danke. So, also ihr seid gar nicht so gut miteinander? Oh ja, aber... Aber? Dürfte ich schärfen, das Salz bitten. Bitte sehr. Dankeschön. Ja, schmeckt's dir gerne? Und der Baldi, das ist der Schauspieler. Baldwin Ritter, von dem musst du doch schon gehört haben. Mhm. Ja, ja. Und der Stani, was macht der? Der Stani, der malt Bildhauer mit Klavier zum Vergnügen. Zu seinem. Und der Dritte? Aber dürfte ich Sie um einen Zahnstocher bitten? Bitte sehr. Schon nach der Suppe? Ja, nämlich in der Suppe ist ja irgendein Flachsen oder sowas. Ja. Ja. Und der Dritte? Der Dritte? Ach, der Dritte! Ja, sag mal, was interessiert dich das eigentlich so? Na, so halt. Naja, der Dritte ist der Karli, der Fabrikant. Strohhüte macht er, aber sein sehnlichster Wunsch war immer, Schauspieler zu werden. Aber? Na, hat sicher gar kein Talent und dann hat so einen Mund, weißt du, so wie ein Bulli. Hm. Und alle drei sind ledig? Aha, leidenschaftliche Junggesellen. Na, und was sagen Sie dazu, dass du gegen Ihre Überzeugung geheiratet hast? Gar nichts. Ich wollte gar nichts davon wissen. Und du hast ihnen verheimlicht? Na, geh verheimlicht. Dann seinem Stück Liebe, Lust und Leid beizuwohnen. Wer hätte damals geahnt, dass es gerade ein Kind unserer geliebten Stadt, die Tochter unseres geschätzten Mitbürgers Dr. Bayerle, sein wird, wie das Herz und den Sinn eines Künstlers flammen wird. Bitte mehr war nichts. Nicht umzunehmen, so die Wahl des Gutes. Ja, ohne Brautpaar hat doch das Hochzeitsfoto gar keinen Sinn. Wo ist denn das geschätzte Brautpaar? Marianne? Marianne? Danke! Der Herr Gemäu von gnädigen Fräulein ruft.
bin gleich oben, Peter. Ach, da bist du. Mein Gott, bist du dumm. Das gnädige Fräulein ist doch seit 2,5 Stunden Frau Peierle. Ah, Adenauer. Über das Koffer, ja. Und dann schauen die Röhren, dass die Vanillekipferl nicht anbrennen. Das ist doch eine Überraschung für den Peter. Seine Leibspeise, die ich ihm auf die Reise mitnimmt. Aber Jandl, ja, wo bleibst du denn? Der Fotograf ist schon ganz nervös. Was treibst du denn da so wichtig? Du, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich richte gerade alles zusammen für die Reise. Na, geh, okay, wir haben doch den Speisefahrer, gell? Was ist denn da drunter? Hier ist das Vanillekipferl. Na schau, es soll so eine Überraschung sein für die Fahrt. Wie süß, Jandl. Herrlich sind die. Kannst du überhaupt noch was essen? Wir haben erst ein Riesenmenü hinter uns. Ich kann auch nicht mehr. Ach, da seid ihr. Kommt doch herauf. Oben steht alles in einer malerischen Gruppe und wartet auf euch. Aber ich bin ja eh schon fertig. Du, Costa mal. Himmlisch in die Kipferl. Wunderbar. Ich habe wirklich sehr gut gemacht. Schlägt nicht immer den Kochlöffel ab. Wie oft soll ich das noch sagen? Kinder, ich hab's nicht mehr viel Zeit. Der Zug geht ja schon bald. Aber wir sind ja eh schon fertig. Gepackt ist alles, umgezogen sind wir auch. Also hält's uns doch nicht. Um Gottes Willen, das wird ja schon die höchste Zeit. Ja? Hm? Also, Kinder, lebt's wohl alle? Wein nicht, Resi. Kannst heute gleich mit. Freu dich doch mit mir. Na eben, ist doch kein so großes Unglück, wenn man mich heiratet. Mein Gott, wäre ich gern dabei, wenn der gnädige Herr das gnädige Fräulein über die Türschwelle tragt. Hm? Süß. Dann seinem Stück Liebe, Lust und Leid beizuwohnen. Wer hätte damals geahnt, dass es gerade ein Kind unserer geliebten Stadt, die Tochter unseres geschätzten Mitbürgers Dr. Bayerle sein wird, wie das Herz und den Sinn eines Künstlers flammen wird. Bitte mehr, aber nichts ist nicht umzunehmen. So die Wahl des Gottes. Ja, ohne Brautpaar hat doch das Hochzeitsfoto gar keinen Sinn. Wo ist denn das geschätzte Brautpaar? Marianne? Jandl! Der Herr Gemahl vom gnädigen Fräulein ruft. Bin gleich oben, Peter! Ach, da bist du! Mein Gott, bist du dumm! Das gnädige Fräulein ist doch seit 2,5 Stunden Frau Peierle. Ah, Adenauer. Über das Koffer leer. Und dann schauen die Röhren, dass die Vanillekipferl nicht anbrennen. Das ist doch eine Überraschung für den Peter. Seine Leibspeise, die ich ihm auf die Reise mitnimmt. Aber Jandl! Ja, wo bleibst du denn? Der Fotograf ist schon ganz nervös. Was treibst du denn da so wichtig? Du, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich richte gerade alles zusammen für die Reise. Na, geh, okay, wir haben doch den Speisefahrer, gell? Was ist denn da drunter? Hier ist das Vanillekipferl. Na schau, es soll so eine Überraschung sein für die Fahrt. Wie süß, Jandl. Herrlich sind die. Kannst du überhaupt noch was essen? Wir haben erst ein Riesenmenü hinter uns. Ich kann auch nicht mehr. Ach, da seid ihr. Kommt doch herauf. Oben steht alles in einer malerischen Gruppe und wartet auf euch. Aber ich bin ja eh schon fertig. Du, Costa mal. Himmlisch in die Kipferl. Wunderbar. Ich habe wirklich sehr gut gemacht. Schlägt nicht immer den Kochlöffel ab. Wie oft soll ich das noch sagen? Kinder, ich hab's nicht mehr viel Zeit. Der Zug geht ja schon bald. Aber wir sind ja eh schon fertig. Gepackt ist alles, umgezogen sind wir auch. Also hält's uns doch nicht. Um Gottes Willen, das wird ja schon die höchste Zeit. Ja? Hm? Also, Kinder, lebt's wohl alle? Wein nicht, Resi. Kannst heute gleich mit. Freu dich doch mit mir. Na eben, ist doch kein so großes Unglück, wenn man mich heiratet. Mein Gott. Was ist denn da unten? Gnädige Frau, wir haben selber kochen. Na, na,
einer solchen Küche, das wird das reinste Vergnügen sein. Dann kündige ich zum nächsten Ersten. Kündigen? Also sag ihnen einfach, dass ich noch verreist bin. Das geht nicht, Eddie. Warum nicht? Spezialauftrag, was heißt Spezialauftrag von Herrn Carly. Sofort melden, wenn gnädiger Herr zurückkommt. Und du hast gemeldet? Habe gemeldet. Sofort nach Erhalt des Telegramms. Also du bist doch. Hast wohl auch gemeldet, dass ich verheiratet bin? Das nicht, weil nicht dran geglaubt habe. Und noch immer nicht dran. Also sag ihn einfach. Und die Anzüge alle zum Schneider, nicht wahr? Soll alles gut aufgebügelt werden. Das Schlafzimmer war da. Nicht? Nein, liebes Kind. Das Schlafzimmer ist dort. Noch immer. Geh nur. Ich komm gleich nach. Ja? Sag ihnen, ich bin nicht angekommen. Ich habe telegrafiert. Ich habe den Zug versäumt. Zu Befehl, aber wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Was denn? Auf die Dauer lässt sich doch die Sache nicht verheimlichen. Das habe ich auch gar nicht notwendig. Also, jetzt nicht. Alles zu seiner Zeit. So. Da bin ich. Na, soll ich dir helfen, Jandl? Oder ich schicke dir die Clotilde, ja? Nein, danke. Weißt du, die Clotilde hat nämlich... Aha. Soll ich aufmachen? Nein, das macht doch der Pankratz. Ich hole mir meine Arbeit mit hinüber in die Bibliothek. Bleib nur da. Ich komme gleich wieder zurück. Los, muss ich mal schön machen. Verzeihung, der gnädige Herr ist noch nicht da. Was heißt denn das? Haben doch ausdrücklich gesagt, dass er heute in der Früh kommt? Er hat telegrafiert, dass er den Zug versäumen wird. Das versäumt hat. Ah, und was ist das da? Ja, das hat der gnädige Herr vorausgeschickt. Wie der lügt. Das werden wir gleich konstatieren. Also, wo ist er? Im Badezimmer? Schlafzimmer wahrscheinlich. Wo ist denn der gnädige Herr? In der Bibliothek. Wo ist er? In der Bibliothek, bitte. Sie sind mir scheint neu hier, was? Seit heute früh. Ich, so eine Bestie. Du musst dir wirklich Mottenkugeln anschaffen, Stani. Im Ernst, das ist furchtbar bei dir. Servus, Peter. Hier bist du? Ja, warum denn nicht? Das fragst du noch. Und du? Du Abschaum, du. Aber okay. Versuche nicht, dich zu rechtfertigen, da gibt's keine Entschuldigung. Na, du hast zu viel getrunken. Natürlich. Cognac. Mach keine Witze, sag ich dir. Also bitte, Peter. Wir wollen in Ruhe über das alles sprechen. Ich habe nämlich sehr ernst, mit dir zu reden. Ich weiß. Du liebst Marianne. Marianne liebt dich, du willst sie heiraten. Du bittest mich um ihre Hand. Ja, woher weißt du das? Oder hat Marianne schon mit dir gesprochen? Ich? Wieso denn nicht? Ich weiß ja selber nichts. Nein, du weißt nichts, du unschuldsvoller Engel, du. Das ist doch... Wer kann denn... Verzeihung. Leugnen wäre zwecklos. Die Situation ist eindeutig. Warum hast du denn keine Krawatte? Es geht dich nichts an. Es tut mir so leid, Peter. Auch wenn du die Situation bedauerst, kannst du dich nicht reinwaschen. Ich meine, es tut mir so leid, dich in einem solchen Zustand zu sehen. Was warst du für ein sauber, liebenswerter Mensch und was ist aus dir geworden? Ist erschütternd. Wie ein gerades, natürliches Menschenkind... durch den Umgang mit Leuten zweifelhafter Charakters so verderbt worden, verdorbt werden. Verderben kann. Verdorben werden kann. Die Gesellschaft, die du dir erwählt hast, hat dich vollkommen verpfuscht. Oh, wie richtig. Dass du es nur einsiehst. So, jetzt wird's urgemütlich. Da sind sie ja, die drei Musketiere. Sumpf. Bitte streitet euch um die Beute. Ich gehe.
Ach so, der Hut. Ich habe mit euch nichts mehr zu schaffen. Und du, Marianne, lass dir gesagt sein, ich wünsche keine Debatte über den Fall. Die Angelegenheit ist für mich erledigt. Aus. Beendet. Wie ich damit fertig werde, ist meine Sache. Alles Weitere wirst du durch meinen Anwalt erfahren. Selber kochen? In einer solchen Küche? Das wird das reinste Vergnügen sein. Dann kündige ich zum nächsten Ersten. Kündigen? Also sag ihnen einfach, dass ich noch verreist bin. Das geht nicht, Edgar. Warum nicht? Spezialauftrag, was heißt Spezialauftrag von Herrn Harley. Sofort melden, wenn gnädiger Herr zurückkommt. Und du hast gemeldet? Habe gemeldet. Sofort nach Erhalt des Telegramms. Also du bist doch ein... Hast du wohl auch gemeldet, dass ich verheiratet bin? Das nicht, weil nicht dran geglaubt habe. Und noch immer nicht. Also sag ihn ein. Und die Anzüge alle zum Schneider, nicht wahr? Soll alles gut aufgebügelt werden. Das Schlafzimmer war da. Nicht? Nein, liebes Kind. Das Schlafzimmer ist dort. Noch immer. Geh nur. Ich komme gleich nach. Ja? Ich bin nicht angekommen. Ich habe telegrafiert. Ich habe den Zug versäumt. Zu Befehl aber, wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Was denn? Auf die Dauer lässt sich doch die Sache nicht verheimlichen. Das habe ich auch gar nicht notwendig. Also, jetzt nicht. Alles zu seiner Zeit. So, da bin ich. Na, soll ich dir helfen, Jandl? Oder ich schicke dir die Clotilde, ja? Nein, danke. Weißt du, die Clotilde... Hat nämlich... Aha. Soll ich aufmachen? Nein, das macht doch der Bankrat. Ich nehme mir meine Arbeit mit hinüber in die Bibliothek. Bleib nur da. Ich komme gleich wieder zurück. Was ist los denn so was hin? Verzeihung, der gnädige Herr ist noch nicht da. Was heißt denn das? Er hat doch ausdrücklich gesagt, dass er heute in der Früh kommt. Er hat telegrafiert, dass er den Zug versäumen wird. Das versäumt hat. Ah, und was ist das da? Ja, das hat der gnädige Herr vorausgeschickt. Wie der lügt. Das werden wir gleich konstatieren. Also, wo ist er? Im Badezimmer? Schlafzimmer wahrscheinlich. Wo ist denn der gnädige Herr? In der Bibliothek. Wo ist er? In der Bibliothek, bitte. Sie sind mir scheint neu hier, was? Seit heute früh. Also, auf in die Bibliothek. Ja, grüß euch Gott. Wie der lügt. Das werden wir gleich konstatieren. Also, wo ist er? Im Badezimmer? Schlafzimmer wahrscheinlich. Wo ist denn der gnädige Herr? In der Bibliothek. Wo ist er? In der Bibliothek, bitte. Sie sind mir scheint neu hier, was? Seit heute früh. Also, auf in die Bibliothek. Ja, grüß euch Gott. Freue mich wirklich so, euch wiederzusehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Aber komm, redet doch näher, macht euch doch bequem. Dein Bankrat behauptet, du bist noch nicht zurückgekommen. So eine Frechheit. Ja, nicht mal. Weiß wirklich nicht, was der Mann manchmal hat. Im Ernst, Peter, was ist eigentlich los mit dir? Was? Seit 3 Wochen haben wir überhaupt keine Nachricht von dir. Plötzlich erscheinst du in Wien, ohne irgendetwas zu sagen. Lässt dich vor uns verleugnen?
Hast ein neues Dienstmädchen oder Haushälterin oder was sie ist engagiert und wir wissen von nichts? Also ich muss sagen, das geht wirklich ein bisschen weit. Ein neues Dienstmädchen? Davon weiß ich ja gar nicht. Ach, entschuldige. Bitte, wir haben sie doch eben in deinem Schlafzimmer gesehen. Lass mich sprechen. Ja, nur die Ruhe kann es machen. Du willst also leugnen, dass du ein neues Dienstmädchen hast, ja? Wer war denn dann die Person, die wir da draußen in deinem Schlafzimmer angetroffen haben? Ach, die. Ja, die, das ist was anderes. Ich meine, das ist schon möglich, dass wir da... Ich meine, dass ich ein neues Dienstmädchen... Ich meine, es gibt ja immer viel Arbeit für mehr, viel mehr, viel mehr, viel mehr Arbeit. Es gibt ja immer viel... Es ist... gibt eigentlich immer, nämlich, es gibt ja viel Arbeit. Was versteckst du denn da? Wieso denn? Gar nichts. Die andere. Die, ach, die andere. Die andere. Die andere. Was soll denn dieser Ring bedeuten? Das ist doch hoffentlich ein Witz. Das ist kein Witz. Das ist immer eine Überraschung. Du bist... verheiratet. Entschuldige, ich muss ein bisschen Bewegung machen. Also bitte, du kannst ja tun, was dir Freude macht, aber schließlich schafft man sich ja nicht eine Frau an, so wie man sich einen neuen Anzug zulegt. Ist ja immerhin eine große Sache. Ein einschneidender Wendepunkt. Eine Katastrophe. Tabu, wie sie schon hört. Bitte? Ja, ja. Es steht jedenfalls fest, der Peter ist nicht der richtige Mann für Sie. Das stimmt. Darüber sind wir merkwürdig einig. Also, Moment. Mit einem Wort nur Nockerlund, bitte. Bitte einmal Nockerlund. Einmal Nockerlund. Was kommst du denn auch hierher? Du hast ja dein gutes Essen zu Hause. Und deine Gäste. Meine Gäste? Also, Peter, ich beschwöre dich, sei mir nicht böse. Es ist mir halt bei dem Wirbel zu Hause passiert. Es wird bestimmt nicht mehr vorkommen. Nun wäre es schuld, dass es bei uns plötzlich so hoch hergeht? Du. Ich? Ja, natürlich. Kommt doch recht bald wieder. Geht doch nicht schon wieder weg. Bleibt doch noch ein bisschen da. Na, jetzt sind sie da. Von früh bis spät. Tag für Tag. Ja, aber du hast das doch so haben wollen, Peter. Nur deinetwegen habe ich alles dazu getan, dass sich deine Freunde bei uns wohlfühlen. Ich bin ja gar nicht so glücklich dabei. Also das ist beispiellos. Du sagst mir ins Gesicht, dass du unglücklich bist? Also ich sag doch nicht, dass ich unglücklich bin, Peter. Ich will schon froh und zufrieden sein, wenn nur du glücklich bist. Aber wenn du selbst unter der Situation bei uns zu Hause leidest, ja, glaub mir, es wäre mein schönster Tag, wenn du deine drei Freunde ganz einfach rausschmeißen möchtest. Herrgott, wenn ich das könnte... Warum soll ich es eigentlich nicht können? Jawohl, ich schmeiße sie hinaus. Heute noch, jetzt noch. Ja, und es muss ja nicht im Bösen sein, es kann im Guten sein. Warum im Guten? Im Schlechten, hemmungslos. Ich werde Ihnen sagen. Du, dir scheint ja sehr viel daran zu liegen, meine Freunde aus dem Haus zu kriegen, was? Aha, ach so. Ah, na, jetzt fällt es mir ja wie Schuppen von den Augen. Sag, was hast du denn, was ist denn? Deine Korn, bitte. Korn. Na, jetzt wird mir ja alles klar. Das war ja eine sehr gute Taktik von dir, einen Keil zwischen meine Freunde und mich zu treiben. Ja, du schreist ja förmlich, weil dir das gelungen ist. Ich sollte sie überbekommen, nicht wahr? Und jetzt hast du mich soweit. Glaubst du? Ich möchte aber doch sehen, ob es nicht möglich ist, verheiratet zu sein und trotzdem mit seinen Freunden in Frieden zu leben. Du, ich schwöre dir, ich war ja nur nett zu ihnen, um dir eine Freude zu machen. Zu nett, zu nett, zu nett. Noch eine Korn, bitte. Noch einen Korn. Zu nett, das kommt ja noch dazu. Aber ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich weiß nur noch nicht, welchen von den drei Rittern du die Palme reichst. Ich bin mir zu gut dazu, um dir auf eine solche Anschuldigung überhaupt nur eine Antwort zu geben. Sehr bequem, sehr bequem. Noch einen Korn. Noch einen Korn. Nein, bitte nicht. Also bitte nicht, keinen Korn. Keinen Korn. Ich bin ja nicht blind. Aber dieses Flirten wird sich aufhören. Ich werde auf... Ich habe mit euch nichts mehr zu schaffen. Und du, Marianne, lass dir gesagt sein, ich wünsche keine Debatte über den Fall. Die Angelegenheit ist für mich erledigt. Aus. Beendet. Wie ich damit fertig werde, ist meine Sache. Alles Weitere wirst du durch meinen Anwalt erfahren.
Was ist denn hier los, Marianne? Ach, gar nichts. Wieso bist du hier? Beim Stani. Der Stani wollte mich heiraten. Der Stani? Das ist doch unmöglich. Ja, aber der Peter hat es nicht erlaubt. Es gibt keine Kinder mehr. Das ist wohl der Gipfel. Also bitte, was wollt ihr eigentlich hier? Ihr habt alles nur verdorben. Ausgerechnet dich als angeblich einzigen Objektiven wollten wir bitten. Ist ja alles überholt. Ich bin mir in keiner Weise im Klaren, was jetzt eigentlich geschehen soll. Marianne, also bitte, willst du meine Frau werden? Bitte sag's ganz frei heraus, ja oder nein? Ja, gerne, Stani. Entschuldige, sei nicht voreilig in deinen Schlüssen. Ich wollte dich nämlich gerade in aller Form bitten, mit Peter habe ich ja schon darüber gesprochen, meine Frau zu werden. Baldi, du auch? Der weise Baldi, das ist aber lieb von dir. Wenn du es willst, natürlich heirate ich dich. Und ich war dir nicht einmal wert, dass du mir überhaupt nur eine Antwort auf meine Frage gegeben hättest. Aber Carly, nein, ich will dich nicht kränken. Selbstverständlich heirate ich dich. Das geht doch nicht. Das wäre doch Bigamie. Trigamie wäre. Das wäre sogar Quattrogamie. Du kannst uns doch nicht alle heiraten. Eben. Eure Anträge ehren mich. Ich danke euch. Jeder von euch hat ohne Zweifel seine großen Vorzüge. Aber einen gemeinsamen großen Fehler habt ihr. Nämlich den, dass ich keinen von euch liebe. Sondern? Nur den Peter. Und er liebt mich. Du heiratest also den Peter. Nein, du drückst das ganz falsch aus. Er meint, du kehrst also zu ihm zurück. Am richtigsten formuliert, sie bleibt bei ihm. Ja, ich hatte nie einen anderen Gedanken. Was habe ich mir denn da bloß eingeredet? Peinlich. Peinlich. Das hast du dir aber sehr schlau ausgedacht. Und ich muss sagen, wir sind auch prompt darauf hereingefallen, alle drei. Alle vier? Der Peter doch auch. Und der ist doch schließlich die Hauptperson. Ja. Da bleibt nichts anderes übrig, als mit Haltung zu resignieren. Adieu, Marianne. Liebe Frau. Ja, ja. Wann kommen Sie denn zurück? Ich? Ja. Um eins. Bestimmt. Ja, ja. Also auf Wiedersehen. Dann hoffe ich Sie wiederzusehen. Ja, aber jetzt, weißt du, bin ich jetzt richtig gegangen? Wo wollten denn hin? Ist Sacher. Bitte? In die Sacher Bar. Sie gehen in die Sacher Bar? Ja, ja. Einen Wermut trinken. Einen lichten oder dunklen? Einen lichten, natürlich. Bitte. Bitte. Ja, die Frau, Sie sind das. Also viel hat jetzt nicht gefehlt und ich hätte Sie gar nicht erkannt. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Also, meine Frau, ich muss schon sagen, Sie sind mir doch nicht böse, dass ich das so offen heraussage, aber ich muss sagen, ich bin einfach platt. Bei unserer ersten Begegnung, da hatte ich einen ganz anderen Eindruck von Ihnen. Ach Gott, der erste Eindruck trügt manches Mal. Na ja. Sie gefallen mir jetzt auch viel besser. Was, ich gefallen Ihnen? Oh, das macht mich aber sehr. Was darf ich servieren? Bringen Sie mir doch bitte ein... Ich hab da drüben schon was stehen. Bringen Sie das bitte herüber, ja? Also, weißt du, es geht mir nicht aus dem Kopf, wie deine Frau, die Jandl, sich gewandelt hat. Das ist direkt unfassbar. So, ich hab gedacht, sie ist eine Provinzpflanze. Eine Katastrophe, eine unmögliche Person. Aber Unsinn. Wie hast du das zustande gebracht, diese Frau in der kurzen Zeit so umzumodeln? Das ist doch ganz einfach. Ich weiß doch, wie man mit deiner Frau umgeht, ne? Sagen Sie mir bitte nur das eine. Warum haben Sie sich neulich so verstellt? Neulich? Verstellt? Ja. Na, vielleicht ist das jetzt auch nur eine Verstellung von mir. Jetzt muss ich aber gehen, sonst komme ich zu spät zum Mittagessen. Angebrannt. Natürlich. Angebrannt. Verbrutzelt. Ungenießbar. Aber ich bin nicht schuld, sondern gnädige Frau. Sie erlauben doch, dass ich das erledige, ja? 2,50, 2,85. Bitte schön. Danke sehr. Könnten wir zwei Scheunen nicht miteinander irgendwo hinausfahren zum Essen? Jetzt? Aber Stani,
Der Peter wartet doch. Sie wird halt Kommissionen haben. Lassen wir zwei, es uns eben gut schmecken. Schmeckt ein bisschen merkwürdig, ne? Na, es geht. Hm. Aha! Ja? Hallo? Peter? Ja, sei nicht böse, ich bin hier am Kahlenberg. Ich habe im Sacher den Karli getroffen und bin mit ihm heraufgefahren. Die Aussicht ist herrlich heute. Ach, da seid ihr. Kommt's doch herauf. Oben steht alles in einer malerischen Gruppe und wartet auf euch. Aber ich bin ja eh schon fertig. Du, Costa mal. Himmlisch in die Kippen. Wunderbar. Ich habe wirklich sehr gut gemacht. Schlägt nicht immer den Kochlöffel ab. Wie oft soll ich das noch sagen? Kinder, ich hab's nicht mehr viel Zeit. Euer Zug geht ja schon bald. Aber wir sind ja eh schon fertig. Gepackt ist alles, umgezogen sind wir auch. Also hält's uns doch nicht. Um Gottes Willen, wirklich schon die höchste Zeit. Ja? Hm? Also, Kinder, lebt's wohl alle? Wein nicht, Resi. Kannst heilig gleich mieten. Freu dich doch mit mir. Na eben, ist doch kein so großes Unglück, wenn man mich heiratet. Mein Gott, wäre ich gern dabei, wenn der gnädige Herr das gnädige Fräulein über die Türschwelle tragt. Hm? Süß. Kennst du nicht diese alte Sitte? Hm? Was soll denn mit den gedupften Kleidchen? Ja, richtig. Das schickst du mir nach. Die Adresse hast du ja. Wirst mir gleich telegrafieren aus Wien, ja? Natürlich, Pap. Sofort telegrafiere ich. Ja, aber was ich noch hab sagen wollen, ja, Ihnen, oder vielmehr dir, Zittum, wollte ich noch alles Gute und pass mir gut auf die Jandl. Machen Sie ihn. Mach dir keine Sorgen, Vater Bayerle. Und auch von Herzen alles Gute. So, jetzt müssen wir aber gehen. Ja, also los. Und gern wäre ich mit an die Bahn gefahren. Du kannst doch die Gäste nicht allein lassen. Also, lebt's wohl und seid brav. Macht's mir keine Schand und dass wir nur nichts vergessen. Na, also, weißt du, ich dürfte mir die Nasen abbeißen, dass ich die Backern abliegen lassen. Aber geht das doch kein Malheur? Was ist denn der Speisewagen da? So, also, Kartoffelsuppe, Fischsalat. Verzeihung, ich ziehe einen Platz frei. Bitte, bitte. Wann kommen wir in Wien an? Na, morgen früh gegen 9. Verzeihung, ist der Platz frei oder der? Beide. Brauchen wir einen. Zu trinken, bitte. Ja, also zweimal Menü und eine kleine fürs Lauer, zwei Gläser. Bitte schön. Ja, bitte für mich auch. Ein Menü und ein Glas. Auf welchem Bahnhof kommen wir an? Auf dem Westbahnhof. Auf dem Westbahnhof? Ja, das habe ich ja gesagt. Ja, das haben Sie gesagt, aber hat Sie niemand gefragt? Danke. Erwartet uns jemand auf dem Bahnhof? Uns? Wieso denn? Na, ich meine nur so, ich habe gedacht, deine Freunde vielleicht? Aber wieso, meine Freunde? Nun, hörst du nur deine drei Freunde, von denen du mir so viel erzählt hast. Der Karli und der Baldi und der wie heißt der dritte? Na, Stani. Aber weißt du, dass die dir zur Hochzeit nicht telegrafiert haben, wo du doch so gut mit ihnen bist? Na, also so gut. Na, hörst du, du hast mir doch erzählt, dass ihr unzertrennlich seid. Das. Hm? Ach du, gib mir das Salz, bitte, ja? Danke. So, also ihr seid... Verzeihung. Na, geh doch hinein, Jandl. Jetzt musst du mich doch über die Schwelle. Aber Kindskopf, solchen Aberglauben haben wir doch hier ein wenig. Was würde denn Clotilde und Pankratz dazu sagen? So. Hier hast du die berühmte Clotilde. Na, wir werden uns schon recht gut vertragen, Clotilde. Na, ich freue mich, dass alles beim Alten ist. Auch die Tür quietscht noch, wie immer. So, und jetzt wirst du vor allen Dingen eine Führung durch die Gemächer über dich ergehen lassen müssen. Ich glaub's noch immer nicht. Alles ist ein Traum, ein Albdruck, Hirngespinste. Fassen Sie sich, Pankratz. Fragen Sie Ihrer Gnädigen die Koffer nach. Meine Gnädige ist genauso gut Ihre Gnädige. Meine nicht. Ich bleibe keine Stunde länger hier. Ich arbeite prinzipiell nur in einem frauenlosen Haushalt. Das hier ist das Salon, in dem wir auch speisen. Also darüber wäre eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Ja, außer dass der Henkel hier von der japanischen Vase etwas lediert ist, aber das macht ja weiter nichts. Na, der Beste. Das ist angeblich ein Schilder, zumindest Karli behauptet es. Versteht ihr was davon? Nicht das Geringste. Na, no, das ist hier der Wintergarten. Märchenhaft, was? Dass sowas gibt. Drucken!
Staubtropfen. Aber. Ja? Na, und jetzt kommen wir in die Bibliothek. Anbrennen. Ist doch eine Überraschung für den Peter. Seine Leibspeise, die ich ihm auf die Reise mitnehme. Aber Jandl, wo bleibst du denn? Der Fotograf ist schon ganz nervös. Was treibst du denn da so wichtig? Du, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich richte gerade alles zusammen für die Reise. Na, geh, okay, wir haben doch den Speisefahrer, gell? Was ist denn da drunter? Hier ist das Vanillekipfel. Na schau, das soll schon eine Überraschung sein für die Fahrt. Ja, wie süß, Jandl. Herrlich sind die. Kannst du überhaupt noch was essen? Wir haben erst ein Riesenmenü hinter uns. Ich kann auch nicht mehr. Da seid ihr. Kommt's doch herauf. Oben steht alles in einer malerischen Gruppe und wartet auf euch. Aber ich bin ja eh schon fertig. Du, Costa mal. Himmlisch in die Kipperl. Wunderbar. Ich habe wirklich sehr gut gemacht. Schleift nicht immer den Kochlöffel ab. Wie oft soll ich das noch sagen? Kinder, ich hab's nicht mehr viel Zeit. Der Zug geht ja schon bald. Aber wir sind ja eh schon fertig. Gepackt ist alles, umgezogen sind wir auch. Also hält's uns doch nicht. Um Gottes Willen. Das wird ja schon die höchste Zeit. Ja? Hm? Also, Kinder, lebt's wohl alle? Wein nicht, Resi. Du kannst heilig gleich mit. Freu dich doch mit mir. Na eben, ist doch kein so großes Unglück, wenn man mich heiratet. Mein Gott, wäre ich gern dabei, wenn der gnädige Herr das gnädige Fräulein über die Türschwelle tragt. Süß. Kennst du nicht diese alte Sitte? Nee. Was soll denn mit den gedupften Kleidchen? Ja, richtig. Das schickst man nach. Ja, Adresse hast du ja. Gnädigst, du warst noch nie in einer Bar? Nein, war ich noch nicht. Warum? Ist das eine Schande? Oh, eine Schande ist es nicht. Das sind Whiskygläser. Ach so? Ja, sowas haben wir nicht bei uns im Hotel. Das sind Cognac-Gläser. Was, so viel Cognac trinkt ihr? Aber Kind, muss ja nicht voll gießen, nur bis daher. Nur bis daher? Na, warum nimmt man dann so große Gläser? Ja, das sind so die unwägbaren Dinge im Leben, gnädige Frau. Zum Beispiel Bier aus Kaffeetassen würde Ihnen gewiss auch nicht schmecken. Warum nicht, wenn man Durst hat? Naja, in Ausnahmefällen schon, aber man tut es doch im Allgemeinen nicht. Jedenfalls nicht in der Großstadt. Mein Gott, draußen auf dem Land, da wird es ja vielleicht auch Leute geben, die zum Beispiel, sagen wir, am Sonntag Lackschuhe tragen. Aber in Wien würden sie doch bestimmt keine Lackschuhe anziehen. Warum nicht? Naja, weil man das eben nicht trägt. Kinder, opponiert doch nur aus Hetz, die Marianne. Fallt ja doch nicht da rein. Sie besitzt überhaupt gar keine Lackschuhe. Sag mal, Peter, wie weit bist du denn mit deinem neuen Stück? Hm? Wann willst du denn das vorlesen? Wir müssen uns dann doch wieder zusammensetzen und mal Szene für Szene genau durchsprechen. Oder brauchst du als Ehemann keine Hilfe mehr? Aber um Gottes Willen, es soll sich doch gar nichts ändern. Natürlich will ich es euch vorlesen. Wir wollen uns in keiner Weise aufdrängen. Aber dich brauche ich doch dringend. Ohne deinen Segen gebe ich dem Verleger doch gar nicht in die Hand. Eine Zigarette, bitte. Danke vielmals. Bitte? Ja, bitte nach Ihnen, Gnädige. Nein, bitte, erster Gast. Aber Gnädige, wieso denn? Ich bitte Sie. Danke vielmals. Ihr Kinder, seid mir nicht böse, aber ich muss gehen. Ein jünger Talliens erwartet mich. Ja, mein Gott, ich muss ja auch noch einen Sprung ins Büro machen. Es hat mich jedenfalls sehr gefreut, Sie alle kennenzulernen. Ganz meinerseits. Na ja, da gehe ich heute auch. Ja, wenn ihr alle geht, dann gehe ich auch. Nein, bleib du nur. Du wirst ja zu Hause sicherlich noch zu tun haben. Nein, ich muss ohnehin notwendig in die Stadt, Steuerberater und derlei lustige Sachen. Also, servus. Vielleicht treffen wir uns nachmittags bei Baldi. Dort lese ich euch dann meine Arbeit vor, soweit ich halt gekommen bin. Habt ihr Zeit? Ja, heute ging's. Ja, ich könnte mich schon frei machen. Ja, ich müsste ja eigentlich einen Sprung ins Büro machen, aber na, das ist ja nicht so wichtig. Na, also gut, dann gehen wir. Ja, also mittags bin ich nicht da. Aber abends? Was, abends? Ja, ja, natürlich, freilich, ja.